9 Minuten. Acht Minuten. Sieben Minuten. Sechs Minuten. Fünf Minuten noch.
4 Minuten. Drei Minuten. In 2 Minuten geht es los. In einer Minute beginnt der Stream. Der Stream beginnt in 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganz schnell. So, puh, wir sind auf Sendung. Das ging immer wieder flotter als erwartet. Und ich musste eben noch kurz meine beiden bezaubernden Gäste hier sortieren. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Frauke, komm ein bisschen näher, wir sind bemützt. Ja. Es ist wieder Unnähzeit. Also, die interaktive Nähshow aus dem Blabla-Café ist heute wieder am Start. Und
So, wir waren etwas in Hektikvorbereitung, ja, ne? Weil Rosemarie an meiner rechten Seite hier hat ein ganz tolles Programm mitgebracht. Was denn? Ein Trenchcoat. Mehr sagen wir zu dem Thema nicht. Die Rosemarie ist auch schon fix und fertig, deswegen kann die nur noch Trenchcoat sagen. Ja. Frauke, hallo. Hallo. Was machst du denn? Ich möchte die Jerika nähen. Du sagst Jerika, ich sag Jerika. Oh, oh ja, okay. Aber auch schön. Also, na, ich denke so an Erika. Auf jeden Fall ist, genau, die möchte ich gerne nähen. Ja. Von Prulla ist das Schnittmuster und wir haben da jetzt ein bisschen was am Schnitt angepasst, sozusagen. Und ich habe da einen ganz tollen Merino-Stoff. Merino-Walk von Hilco. Der genau. Ist allerdings ein Träumchen. Da hinten? Ja, da kommen wir gleich zu. Und ja, der genau. Ist ja auch noch am vollkommen falschen Ende. Das ist der Plan. Du schnaufst noch mal einmal kurz durch, weil hinter dir hängt nämlich die Jerika oder Jerika. Ja, genau. Du komm genau. Mal so rum, weil so sehen wir dich nur von hinten. Ja, das ist genau. Auch irgendwie nicht schön. Genau. Deswegen komm mal lieber noch, rutsch die mal hier bei. Und das ist eigentlich der Schnitt, den du machen möchtest. Ja, genau. Aber was war da so ein bisschen, ich zwinge dich jetzt nicht nochmal die Jacke anzuziehen. Das ist Dankeschön. genau, bei mir war hier in diesem Bereich etwas zu viel. Also weil, zu viel Stoff. Genau, zu viel Stoff. Weil du da etwas weniger hast. Genau, unter dem Stoff. Und was war jetzt noch? Ach so, an den Seiten, genau, da bräuchte ich wiederum etwas mehr Stoff. Genau. Das ist, also wir haben so ein bisschen die Schnittänderungen gemacht, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, während dann die Frauke zuschneidet, weil wir haben es in den Vorbereitungen jetzt leider nicht mehr geschafft, auch noch zuzuschneiden, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber wir können es jetzt gerade nicht ändern. Liebe Frauke, während ich mich jetzt noch eben mit der Rosemarie unterhalte, möchte ich dich bitten, den Stoff von da hinten hier vorne zu platzieren. Auf dem Tisch hier vorne, damit wir da schon mal so ein kleines bisschen dann gleich, damit du noch mal ein bisschen, oder fang schon mal an zuzuschneiden. Ja. Du hattest den Stoff gedämpft. Ja. Das heißt, du musst nichts mehr beachten, alles in eine Richtung legen, du kannst Gas geben, wie besprochen. Dann kannst du schon mal ein bisschen zuschneiden. So, meine Lieben, jetzt darfst du wieder näher rücken. Ja. Heute, großartiges Thema. Wir nähen nämlich einen Trenchcoat und einen Kurzmantel. Und wir sind hier eigentlich praktisch mitten im Winterfeeling, Herbstfeeling. Ja. Und ist angenehm hier, liebe Rosemarie. Ja, es ist angenehm hier. Hattest du nicht noch vor, dich umzuziehen? Eigentlich schon. Aber es nützt nichts, ne? Nee, warm ist es trotzdem. Ja, es ist also. Trotzdem. Genau, wir bleiben jetzt dabei. Ja. Du kannst noch mal deinen Trenchcoat in die Kamera halten. Einfach mal so einmal gerade so in die Richtung. Genau. Ja. Und wie bist du darauf gekommen, auf den Trenchcoat? Ich möchte schon länger einen Mantel nähen. Mhm. Und dann habe ich diese gesehen und dachte, na, das ist eine Herausforderung. Ja. Und ich denke, na, dann schaffe ich das mal. Und dann habe ich dich mal kontaktiert. Um zu fragen, ob das mal möglich wäre, um das hier zu machen. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Denn, meine Lieben, also ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Trenchcoat genäht. Ich weiß nur aus meiner Schnittzeit von früher, der Trenchcoat ist der, der am meisten Schnittteile hat. Also das Teil. Also ich glaube, meine Schnittlehrerin hat irgendwann mal was von 120 gesagt. Es klingelt so in meinem Ohr. Also mit Futterteilen und all dem. Und da habe ich nur gedacht, als du gesagt hast, ich möchte gerne einen Trenchcoat nähen. Ich mache schon mal einen Termin, glaube ich, gerade einen. Wie wäre es mit 10? Gut, wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ich freue mich auf jeden Fall total auf dieses Thema. Du hast dir was für einen Stoff ausgesucht? Na, ich habe mich sehr lange überlegt, welcher Stoff. Und ich möchte den. Ja, ich habe auf. Es ist ein Baumwolle Canvas, hat man mir gesagt. Ja, das ist es. Also ein Canvas ist ein etwas festes Material. Ja. Also es ist Baumwolle, es ist halt. Doch, es ist querelastisch. Ja. Das habe ich gar nicht gecheckt gerade. Ich habe immer nur so gemacht, der ist querelastisch. Ja. Ach, dann haben wir doch gar keine Probleme mit unserer Größe. Alles gut. Und der Verkäufer hat mir gesagt, er muss auch etwas Stand haben. Also der hat mir, ich möchte eine etwas, weil das ziemlich, na nicht blöd, aber eine egale Stoff ist. Ja, da muss etwas Uni. Muss etwas aufgefrischt werden und dann sollte dies der Futter sein. Okay. Aber der ist ziemlich dick, also... Ich habe ihn gekauft, weil ich ihn sehr schön finde. Ja. Aber ich weiß nicht genau, ob das zur Jacke passt oder zu Trenchcoat. Ja, ich auch noch nicht genau. Also, wir bleiben mal eben beim Canvas. Ja. Und zwar ist das ein Baumwollstoff, der hat jetzt auch einen leichten Elastananteil. Den hast du aus Holland mitgebracht. Ne? Ja. Du bist nämlich aus den Niederlanden angereist, was ich ganz toll finde. Und der hat hier so einen leichten Grat, so einen Köper drin. Und das ist natürlich schon schön für dieses... Objekt, ne? Den Trenchcoat ist das schon ein toller Stoff. Ne? Der ist ein bisschen derber, ein bisschen fester, hat dann hinterher so ein bisschen Military-Look. Und
Mit dem Futter da drin, da bin ich noch nicht ganz so sicher, denn es muss etwas rutschen und das wird überhaupt nicht rutschen, weil du auch genau den gleichen Baumwollstoff hast wie außen. Das ist schwierig. Ja. Müssen wir mal sehen, wie wir uns da dann so entscheiden. Aber das schaffen wir trotzdem nicht heute. Also, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Wie lange? 10 Jahre? 5 Jahre? Auf jeden Fall. 2 Jahre? Ich zähle mal von oben nach unten runter, wir beide hier. Auf jeden Fall haben wir Zeit. Das finde ich schon mal eine gute Einstellung. Ja, doch. Hervorragend. Ja, ne. Okay, du könntest noch versuchen, hier vorne irgendwo noch mal ein paar Streifen zuzuschneiden. Ja. Und zwar diese Klappen, die wären ganz wichtig, dass wir die schon mal kriegen. Die Klappenteile, die brauchen wir auf jeden Fall. Relativ schnell. Das andere ist erstmal nicht ganz so wichtig, aber die Klappen, die müssen wir noch relativ schnell herbeizaubern. Und mit dem Kragen warten wir mal noch. Okay. Aber die Klappen, die Größe brauche ich. Ja. Okay, ich habe noch gar nicht gesagt, was es zu gewinnen gibt, meine Liebe. Also ich habe es dir schon mal, bleib hier vorne am RMF-Tisch, schieb das so ein bisschen weg und guck mal, ob du hier zuschneiden kannst an der Stelle. Das wäre super. Eine Frage haben wir schon. Tristan, ich habe nämlich, ganz kurz, ich habe nämlich mein ganzes Team noch nicht begrüßt, weil ich noch so ein bisschen hier in Vorbereitungsaufregung bin. Ich habe den Martimon und den Stefan an der Cam und der Tomek hieß er, glaube ich, ne, ist auch wieder da. Das heißt, 3 Kameraleute, ich freue mich. Und der Tristan ist aus dem Urlaub wohlbehalten zurück. Die Schule, die ersten 3 Tage hat er wunderbar überstanden. Und du machst den Chat. Und jetzt gibt's eine Frage. Richtig. Wir sollen mal sagen, woher der Stoff kommt. Welcher? Von der Rosemarie? Ich glaube schon. Hier steht nur der Stoff. Rosemarie, du hast deinen Stoff woher? Vom holländisches Geschäft. Er heißt Samitex. Okay, das ist in welcher Stadt? Die haben keine festen Shop. Also es ist wie so ein Markt auch. Ein Markt und online. Okay, aber die stehen fast immer auf den Stoffmärkten vom, wie heißt das jetzt? Von dem holländischen Stoffmarkt? Nein, nicht der holländischen. Egal. Ich überlege es mich nochmal. Es kommt gleich wieder. Also es ist auf jeden Fall aus den Niederlanden. Wenn ihr diesen Stoff beziehen wollt, dann könnt ihr mir vielleicht eine Mail schreiben. Ich leite die dann weiter oder ich habe dann irgendwann die Kontaktadressen. Dann wisst ihr zumindest, wo es den Stoff gibt. Aber ich denke mal, den wird man auch sowas Ähnliches in der Art auch bekommen. Aber ich glaube, es geht auch um den anderen Stoff, ne? Um diesen wilden. Ja, die sind beide von Samitex. Okay, gut. Dann, wie auch immer, wenn es dir noch einfällt. Ansonsten reichen wir diese Info gerne nach natürlich. Und zwar könnt ihr alle Informationen, jetzt stehe ich hier alleine, guck mal, ich kann meine Maske abnehmen. Ha, ich bin's. Alle Informationen kriegt ihr natürlich auf unserer Webseite und da stehen immer noch so ein paar Hintergrundinfos, die vielleicht ganz nützlich sein können. Wenn ihr die Fragen beantworten könnt, die heute im Laufe des Streams gestellt wird, ihr könnt das rundum Dortex Sommerglücklich-Paket gewinnen, nämlich mit einem Chablonet, mit ein paar wunderbaren schönen Blabla-Etiketten und wie gesagt, noch ein bisschen Kunstleder. Kram dabei. Und da kann man wunderschöne Paspelknopflöcher übrigens rausmachen. Falls ihr am Dienstag das gesehen habt, da könnt ihr wunderbar mit üben oder natürlich kleine andere Utensilien machen. Für alle, die immer noch nicht genug Masken genäht haben, und ich glaube, es wird uns ja noch erhalten bleiben, unterm Stream einen Kommentar und dann könnt ihr diese wunderschönen Keep Smiling Etiketten benutzen, wo man wunderbar eine Klammer einarbeiten kann, ne? Kann man hinterher schön rausnehmen beim Waschen, dann passt das ganz gut. Also ich habe die ganz gerne. Gut, und für alle, die uns nicht mehr verpassen wollen, ihr dürft uns abonnieren. Ich weiß gar nicht, wo ist der Abonnierknopf? Ich bin noch nicht so in diesem Thema drin. Da oben, da unten, unten drunter. Ja. Unten. Die machen immer alle diese Profi-Menschen, die machen immer alle so dann da unten, ne? Ich mache jetzt auch mal so. Du musst es aber richtig treffen. Ich muss das richtig treffen? Ach, das war schon ziemlich gut, das hat schon gepasst. Das ist mir zu kompliziert. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben bei der Jerrica Folgendes gemacht, weil die beiden schneiden gerade noch ein bisschen zu. Und soll ich dir noch was helfen beim Zuschneiden? Ja, ich bin am Überlegen, wie ich es am blödesten sozusagen oder am besten hinlege. Warum weil, am blödesten? Ja, so funktioniert es. Also ich hatte es gerade, wie ich sonst mache, das funktioniert nicht so gut. Jetzt habe ich es einfach mal so doppelt gelegt. Du musst es doppelt legen. Sonst nee, hatte ich auch, aber von einer zur anderen. Aber jetzt mache ich so, ich denke, das läuft dann. Soll ich dir helfen? Brauchst du was zum Beschweren? Ich habe die kleinen Gewichte da. Ansonsten stehen da vorne noch die großen Bügeleisen. Ah ja, genau. Ich denke, so komme ich gut hin. Okay. Also während die Frauke dann noch kämpft. Frauke, du darfst mir natürlich gerne zwischendurch Fragen stellen. Ja. Und du musst den Stoff auch richtig schön glatt legen. Ich gucke da mit einer
Hand da so zu mit einem Auge. Ja, bitte. Weil ich habe so ein bisschen Respekt. Pass, ein bisschen, pass auf, bevor du so ein bisschen hast und ich den Schnitt erkläre, komme ich einmal rum zu dir. Machen wir es so. Jetzt mache ich mich auf Wanderschaft hier. Ich gehe auf Wanderschaft. Liebe Frauke, das war nicht so ganz geplant, dass wir hier hinten jetzt wursteln. Ich hoffe, wir kommen damit trotzdem irgendwie klar. Wir haben jetzt hier den Super Merino Walk von Hilco. Dieser Stoff ist einfach nur ein Traum. Der ist unfassbar schön. Vielen lieben Dank an Hilco, unseren Sponsor, ja, wirklich. Kann ich dir die mal eben kurz geben? Na klar. Grandioser Stoff. Also, wenn du das hier verarbeitest, dann sollte man wirklich genau gucken, dass hier die Webkanten aufeinander liegen. Und der Stoff, den hast du vorher natürlich nicht gewaschen, denn 100% Merino ist nicht so gut zu waschen. Nee. Das könnte dann doch auch mal ein bisschen einlaufen. Aber ich muss hier vorne noch mal eben den Stoff ein bisschen besser übereinander legen. Guck mal, wie es da oben ausschaut. Und du hast jetzt hier die rechte Seite innen, ne? Dieses Noppige. Aha, okay, haben wir das auch geklärt? Das haben wir auch geklärt. Okay, okay. Also du kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, also der Stoff... Nee, ist gut. Nochmal kurz hier eine Großaufnahme für euch da zu Hause. Wir haben zwei Seiten von diesem Walk. Und zwar ist hier so eine etwas raue, noppige Struktur. Und der ist so, oh, der ist so weich, ne? Das ist herrlich. Und auf der anderen Seite haben wir eine glatte Struktur. Und ich würde natürlich hier die als rechte nehmen. Ne? Also, die also nach außen. Wenn du natürlich sagst, nee, ich möchte die glatte haben, können wir das auch machen. Aber dann ist natürlich diese Walkoptik weg. Ja, nee. Und wir sollten auf jeden Fall dann jetzt bedenken, das sieht man aber auch, das sind zwei richtig schöne unterschiedliche Stoffseiten. Also wir können nichts tauschen. Nein. Dass wir eben die rechte Seite jetzt beim Zuschnitt innen liegen haben. Jetzt müssen wir natürlich nur noch darauf achten, wie gesagt, dass der hier nicht irgendwie aus dem Ruder läuft und entspannt liegt. Okay, so, das sieht ganz gut aus. Ja, schon eine Herausforderung. Ja, es ist ein bisschen. Also du musst ihn einfach nur, den muss man so ein bisschen lassen. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen in Ruhe lassen. Okay, haben wir irgendwo einen Stoffbruch? Ich habe den nicht ganz so... Ja, ich würde den als Stoffbruch... Also okay, hinten nur. Aber wir haben jetzt bei den anderen Teilen keinen Stoffbruch. Wo ist denn dein Fadenlauf? Nicht da. Nicht da. Okay. Aber man könnte sich hier orientieren. Das ist eine recht... Wir müssen uns da orientieren. Also der Fadenlauf ist ja immer längs im Teil. Ja. Und normalerweise ist der halt, sollte der ja rechtwinklig hier auf dieser Taillenebene sein. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir jetzt so ein bisschen hier zum Bruch wenigstens, dass wir hier den gleichen Abstand haben, dass wir hier einen rechten Winkel haben. Normalerweise sollten eure Teile auf jeden Fall einen Fadenlauf eingezeichnet haben. Und ich hole jetzt mal eben schnell das lange Lineal, das liegt hier vorne und guckt mich nämlich an. Sodele. Heute machen wir mal Freestyle-Unnähe, ne? Also, ihr solltet eigentlich immer einen Fadenlauf haben, der komplett durch das Teil durchgeht, nämlich von ganz oben bis ganz unten. Und der sollte, also hier ist jetzt nichts drin, ne, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Taillenlinie, dieser Strich, dass der jetzt wirklich von der Konstruktion her noch übernommen wurde. Ja, der ist übernommen. Den habe ich übernommen. Hasse. Okay, das heißt... Ich hätte auch den Fadenlauf übernehmen können. Den hast du nicht übernommen. Er ist also drin im Schnitt. Das freut mich schon mal. So, und jetzt, ich kann jetzt nicht so feste draufdrücken, weil sonst haben wir hier ein Loch im Papier, aber man kann es so langsam erkennen. Jetzt kann man natürlich noch hier nachträglich den Fadenlauf einzeichnen. Und so etwas ist total wichtig. Also bitte an all euren Teilen den Fadenlauf von oben bis unten einzeichnen. Und der ist normalerweise im Teil, sollte er eingezeichnet sein. Und der ist auf jeden Fall rechtwinklig. Zu der Konstruktionsebene kann man die Taille gerne nehmen, wenn ihr den Rest schon irgendwie abgesäbelt habt. Weil hier müssen wir nämlich irgendwie aufpassen. Das liegt etwas schräg, genau, ne? Das darfst du nicht so hinlegen. Nee, wollte ich auch. Habe ich? Aber das verführt dazu, dass man das macht. Und das ist natürlich dann nicht so gut. Ne? Okay. Weil auch bei dem Walk sollten wir natürlich gucken. So. Ich sehe das jetzt nicht. Haben wir jetzt einen Winkel? Ja. Bei dem Walk sollten wir jetzt natürlich gucken, so, dass wir da auch natürlich im Fadenlauf bleiben. Ne? Das müssen wir schon irgendwie hinkriegen.
Das sollten wir grundsätzlich bei jedem Teil hinkriegen. Nur ein Stück. Warte. Und wie messen wir das jetzt aus, liebe Frauke? Was jetzt genau? Den Abstand von dem Fadenlauf zur Kante. Der muss immer gleich sein, wenn wir zuschneiden. Ja. Entweder hier zum Bruch oder hier hinten zur Webekante. Das heißt, hier muss immer der gleiche Abstand sein. Nämlich hier oben und hier unten. Ja. Dass man nicht sagt, oh, ich lege das Teil jetzt so rein oder so rein. Mhm. Das wäre auch bei dem Walk, der zwar so ein bisschen verzeiht, was die Richtung angeht, aber letztendlich ist das hier auch ein Gestrick oder Gewirk eigentlich nicht. Eigentlich müsste es, wenn es gewalkt ist, gar nicht sein, aber das sieht mir so ein bisschen aus, als wäre es gewirkt, gestrickt. Mhm. Finde ich auch. Und anschließend behandelt. Und deswegen dürfen wir auf keinen Fall den Fadenlauf vernachlässigen. Richtig, ja, also, dann hier messen halt, ne? Auf jeden Fall messen. Ja, du musst aber dafür natürlich deine drin haben, ne? Deine Fadenläufe. Das ist richtig. So, also jetzt haben wir sie ja drin. Genau. Okay. Bei einem Walkstoff ist das so, wenn er richtig gewalkt ist und jetzt nicht ein Gestrick gewirkt, was nachträglich noch veredelt wurde, und dann ist es eigentlich ein bisschen egal, was die Richtung angeht. Aber dieser Stoff hier hat auf jeden Fall einen Fadenlauf und eine Richtung und deswegen dürfen wir da jetzt nicht so nachlässig sein. Okay, sonst fällt es hinterher schräg. Okay, dann würde ich jetzt erstmal das zuschneiden. Die beiden zuschneiden und wir haben jetzt noch den Ärmel und den Beleg und die Taschen und das kriegen wir hier raus, ne? Das haben wir. Und theoretisch noch die Kleinteile Kapuze und Kragen. Auch noch. Und Kragen. Aber Kapuze kann man weglassen, aber Kragen wäre nicht schlecht, ne? Weil aber Kragen ich habe ja, glaube ich, genug bestellt, oder? Ja, genau. Eigentlich sollte es reichen. Das reicht, das sehe ich schon. Und hier vorne den Stoff auf dem Tisch bitte schön so hinlegen, dass er nicht zieht. Gut. Und kann ich das jetzt theoretisch noch so eine Frage, weil das ist so eine also ich habe noch nie so einen Stoff verarbeitet, deshalb frage ich, könnte ich mir das jetzt hiermit festmachen, das Schnittmuster, oder sagst du, nee, mach so? Das ist jetzt ja kein Kunstleder oder kein Leder, das kannst du natürlich schön feststecken und dann drumherum schneiden oder ankreiden, je nachdem, wie du es zuschneidest. Klar, ne? Aber das ist jetzt nicht das. Du hast deine Schere bei deiner? Ja. Gut. Das machen wir hinterher. Wir machen jetzt erst die beiden Vorderteile, den Ärmel und den Beleg. Und dann gucken wir, dass wir das Teil hinterher nach unten bringen. Okay. Ja? Gut. Okay. Dann gut. Mache ich mal. Dann darf die Frauke zuschneiden. Yay. Und dann erkläre ich noch irgendwas zur Schnittänderung. Und dann gibt die Rosemarie mir ein Zeichen, dass sie soweit ist. Und zwar, ich hole jetzt noch mal eben hier kurz meine schöne Schneiderpuppe raus, die mir hier gute Dienste leistet, die nächsten Sendungen. Und zwar ist es eine verstellbare Schneiderpuppe von schneiderpuppen.de. Und ich hatte sie letzte Woche schon eingestellt auf Sabines Maße. Heute habe ich sie ganz schnell zurückgedreht hier. Die kann man ja verstellen an den einzelnen Punkten. Aber diese täuscht jetzt gerade so ein bisschen, denn die Frauke hat folgendes Problem. Die Frauke besitzt hier gar nicht so diese Oberweite, die hier ist, ne? Ich habe die also jetzt nicht auf die Frauke einstellen können, weil für Frauke ist diese Art hier jetzt gar nicht so gut geeignet, weil die viel zu viel Oberweite hat, die du gar nicht hast. Und das ist eben so, ja, da muss man halt mal so ein bisschen tricksen und gucken, was man denn dann macht. Also du könntest wahrscheinlich eine kleinere Schneiderpuppe gebrauchen und müsstest hier unten dann so ein kleines bisschen mehr dran basteln. Ja. Was man ehrlich gesagt macht, wenn man wenig Oberweite hat, aber Schneiderbüsten, die irgendwie doch viel Oberweite haben, wobei die ist jetzt ja auch sehr schmal, die müsste man dann komplett anders umbauen. Das heißt, für jemanden, der oben wenig Oberweite hat, könnte man, glaube ich, eher eine kleinere Schneiderbüste nehmen, die auch verstellbar ist, und dann hier unten so ein bisschen mehr umbauen. Polstern so, ne? Ein bisschen polstern. Ja, genau. Oder da ein bisschen verstellen. Aber das ist natürlich hier diese Rundung, die hast du gar nicht, aber du hast jetzt auch nicht so einen Bauch, als dass man das hier wegpolstern könnte. Schwieriges Thema, aber interessant eigentlich. Ja, finde ich auch. Absolut. Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Also, finde ich auch. Weil sonst sind hier immer so Damen, die so viel Oberweite haben. Und die Frauke ist jetzt mal nicht von dem Kaliber, was auch mal sehr angenehm ist. Denn dann brauche ich nämlich keine anderen Sachen machen. Ich konnte heute was wegmachen. Ich konnte heute nämlich den Abnäher wegnehmen. So, kurz darum. Also, ich erkläre noch eben, was wir im Schnitt gemacht haben. Wir können das gleich auch dann noch mal im Papier zeigen. Und zwar hatte die Frauke hier vorne in der Rundung jetzt ein bisschen zu viel Stoff an der Stelle und man konnte das hier ganz gut so praktisch wegnehmen. Ich führe das jetzt mal so ein kleines bisschen vor.
Und dieses Stückchen, was hier war, das haben wir auch im Schnitt weggenommen und dann war noch so ein klitzekleiner Rest an Abnäher. Den Abnäher, ich kann das ja abmachen, ich stehe alleine. So, den Abnäher haben wir auch weggemacht, weil die Frau gesagt, wieso soll ich da so einen kleinen ollen Abnäher haben, wenn ich eh keine Oberweite habe. Also dieser kleine Abnäher. Ganz so schlimm ist jetzt was denn? Aber auf jeden Fall, der den brauchst stört. Du nicht. Genau, der stört einfach. Ja, freu dich doch. Ob, ja, ganz absolut. Ehrlich, ich würde mich freuen, wenn ich mal nicht so viel Abnäher bräuchte. Ja, okay. So. Ich freue mich. So, freu dich. Ich freue mich. Ich freu mich. Okay, und den Abnäher haben wir also aus dem Schnitt weggemacht. Und dieses Material ist jetzt nicht dehnbar. Und sie hatte die Jacke gerade noch mal an. Und was auffällig war, dass sie doch ein bisschen eng saß, ne? Ja. Und diesen Walk wollte sie jetzt nicht ganz so eng tragen. Deswegen haben wir hier eine kleine Erweiterung im Armloch gemacht, damit der Arm hier vorne insgesamt etwas weiter fällt. Und wir haben noch hier an der Seite ein bisschen mehr zugegeben, dass die Jacke nicht ganz so tailliert ist und etwas gerader ist. Weiterhin, was haben wir noch gemacht im Schnitt? Schön. Das Schöne an dieser Puppe ist auch, die steht komplett auf Rollen. Die rollen sich ganz großartig. Und die kann ich so schön ganz geschmeidig so rumdrehen. Sehr schön. Was bei Frauke noch der Fall war, sie hat etwas breitere Schultern und wir haben noch den Schulterpunkt hier oben um 0,7 etwas erweitert, wodurch dann hier die Rundung sich noch ein kleines bisschen geändert hat. Das waren so die Schnittänderungen, die wir vorgenommen haben. Frauke, hast du mit einem Ohr zugehört? Ja, ich höre die ganze Zeit zu. Habe ich irgendwas vergessen? Wir haben ja den Ärmel auch noch dann dazu. Den Ärmel haben wir angepasst. Genau, das muss angepasst. Man machen. Zum Armloch. Und sonst gemacht. Haben wir nichts getan. Nein. Du musst zuschneiden. Ich muss zuschneiden. Okay. So, das freut mich schon mal, dass wir so weit gekommen sind. Jetzt kann ich mich dem Lieblingsthema Trenchcoat widmen. Ich will jetzt schon... Ach je. Okay, ich komme zu dir. Du musst, wo bist du, links oder rechts? Ich war noch beim Zuschneiden. Du warst noch beim Zuschneiden? Ja, das ist die Epaulette. Die was? Ja, was du gesagt hast, oben und dran. Ach komm, wir setzen uns mal kurz hin. Wir schnaufen mal eine Runde durch. Ja. Ich tue mal eben dein Glas hier hinten hin. Ich habe zwar einen Mundschutz, aber so muss ja nicht sein. Okay, so. Die oben drauf kommen, die? Epauletten. Epauletten. Das sind die beiden. Die beiden, so klein sind ja, die? So kleine Epauletten? Da steht zweimal zuschneiden, 13 cm lang, 10 cm breit. Dann machen wir mal eben kurz eine Kontrolle. 13, sieht super, und 10. Hervorragend, Glück gehabt. Also das Schöne hier ist, bei uns beiden, dass die Rosemarie hervorragend Deutsch spricht, ich außer heute Mittag überhaupt kein Niederländisch kann und wir uns trotzdem verstehen. Wir kommen hier wunderbar durch dieses niederländische Schnittmuster. Es ist wirklich zu goldig. Von, sag mal schnell, wo ist hier die erste Seite? Das dauert mal bei mir, bis ich die wieder finde. Die hier, genau. Aus der Knippmode nähst du. Und ja, wir kämpfen uns da jetzt mal so durch. Ne? Ja. Und du hast noch nie eine Jacke genäht, einen Mantel. Und jetzt fängst du gleich mit dem Trenchcoat an. Ich habe einmal eine Jacke genäht. Hm. Ein Probestück, das ist auch noch ziemlich gut gelungen, aber das war mit einer amerikanischen Site und alles mit Video dabei. Ja, also das haben wir jeder Stück, das war ein Video dabei ja. Und dann konnte man das einfach nachnehmen. Ein Tutorial. Ja, aber ja. 3, 4, 5, 6 Stunden. Ja, natürlich. Also wir sind ja hier kein Tutorial, wir haben nein. Hauptsächlich Spaß beim Nähen. Genau. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, dass du nächste Woche schon wieder an meiner Seite ja. sitzt. Ja. Gut, wir fangen mal an. Also so sieht die Beschreibung auf Holländisch aus und wir drehen das mal ganz schnell hier wieder um. Denn wir haben erstmal alle Schnittteile durchgeforstet. Ne? Ja. Das haben wir getan. Und was haben wir dann noch getan? Wir haben dich ausgemessen. Und was war beim Ausmessen noch ganz verheerend bei uns beiden. Du wolltest nicht zuschneiden zu Hause. Warum nicht? Warum? Weil meine Maße, die geben eine Größe an Richtung 48 ja. in der Knipmode. Ja. Und wir haben zusammen nochmal gemessen. Nochmal gemessen mhm. und auch im Telefon hast du gesagt, mindestens 8 cm. Und dann, ja. Und dann habe ich gemessen und gemessen. Ich dachte, Maße 48 und gemessen. Ich dachte, 44 muss auch gut sein.
Also, ich habe das. Zu was für einem Ergebnis sind wir beide gekommen? Das 44 reicht. Großartig, genau. Also, hier war wieder das wunderbare Beispiel, dass die Rosemarie auch, eigentlich hätte die Größe 48 zuschneiden müssen. Aber das ist, wenn du jetzt mal aufstehst, ich kenne die Knippmode jetzt nicht so richtig, aber ich würde mal sagen, das brauchen wir nicht unbedingt. Und sie hat jetzt gerade gesagt, ich habe gesagt, mindestens 8 cm mehr. Sie meint damit, oder ich habe damit gemeint, ich komme jetzt mal ein kleines bisschen näher, meine Liebe. Ne, bleib du mal stehen, bleib einfach mal so stehen. Dass, wenn man natürlich ein Körpermaß nimmt, so, dann messe ich jetzt zum Beispiel hier einmal ihre Oberweite, so. Und natürlich ist ein Trenchcoat nicht an dieser Stelle, auf keinen Fall. Also ein Trenchcoat muss weiter sein. Hältst du noch mal auf der anderen Seite das Maßband so ein bisschen fester? Ja. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen dazugebe, dann habe ich gesagt, dass der Trenchcoat eigentlich so mindestens, 8, es ist schon nicht so viel, ne? Mhm. Eigentlich auch ein bisschen mehr Weite vertragen darf. Denn ihr müsst euch immer vorstellen, dass ihr unter so einem Mantel oder Trenchcoat vor allen Dingen jetzt nicht unbedingt eine Unterwäsche anhabt, sondern auch vielleicht mal ein Pullover. Und dann wird es natürlich alles ein bisschen eng. Also nicht von den Körpermaßen bei solchen Jacken ausgehen, da müssen immer mehr Weitenzuschläge dran. Und wir haben das Ganze nochmal durchgemessen für die Größe 44 und sind auf wunderbare Mehrweiten gekommen. Mhm. Das heißt, wenn du die 48 zugeschnitten hättest, war mega groß. Dann wäre es mega groß geworden. Das ist der Hintergrund und das wisst ihr jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. Hier gibt es noch eine Frage. Natürlich. Von wo kommt Rosemarie? Woher kann sie so gut Deutsch? Ja. Wir leben in Almere. Das ist 30 Kilometer von Amsterdam. Aber ich bin aufgewachsen im Süden von Niederlande. In Limburg. Das liegt genau an der Grenze mit Deutschland. Mhm. Und ich habe ein Jahr in Deutschland gelebt. Vor vielen Jahren habe ich Praktikum gemacht. Und jetzt bist du auch immer noch, pendelst immer noch so ein bisschen auch hin und her, ne? Seit 6 Monaten hat mein Geschäft, nicht mein Geschäft, aber wo ich arbeite, auch ein Büro in Deutschland. Und dann pendel ich sowieso hin es und her. Es ist wirklich, ich bin total begeistert. Sie wollte erst nicht kommen in die Sendung und sagt, oh, mein Deutsch ist so schlecht. Und ich dachte, ach, wie schön. Das glaube ich nicht. Und es hat sich bewahrheitet, man soll nicht immer so tief stapeln als Frau. Hast du gut gemacht. Muss ich mal auf den schönen RMF-Tisch schauen hier. Ja. Okay, wir haben jetzt was alles zugeschnitten. Wir haben hier eine endlose Liste an Sachen. Ja. Okay, wir haben alles zugeschnitten oder was fehlt noch? Bis auf den Kragen. Und ich habe die Epauletten. Epauletten. Und ich dachte, dass ich gut war, aber das war falsch. Das ist 10 cm, aber das braucht nur, was war es auch schon wieder, 2 cm zu sein und den Gürtel, der sollte 2 Meter lang sein und 10 Zentimeter. Genau. Also da habe ich, glaube ich, ein Problem mit dem Stoff. Denn so viel habe ich nicht mehr. Da müssen wir was ansetzen an einer Stelle. Das kriegen wir schon irgendwie. Denn hier haben wir genug auf dieser Seite. Vielleicht, das ist auch ein Stoffbruch. Also, ja, das sind ja nur 1,40 und wir brauchen 2,10. Das ist natürlich dann schon, müssen wir gucken, dass wir es irgendwo hinten in der Mitte ansetzen. Das geht da nicht anders. Ja. Nee. Okay, aber wir haben jetzt noch, Also wir brauchen diese Belege oben, die müssen wir jetzt einmal finden. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz wissen, wo fangen die jetzt an zu nähen? Mit den Taschen am Vorderteil. Taschen am Vorderteil. Steht da irgendetwas davon, dass die irgendetwas mit Einlage versehen wollen? Ich kann ja jetzt kein Niederländisch, deswegen musst du jetzt mal einmal kurz darüber gucken. Die sagen, dass mit Einlage versehen nur den Beleg und den Epauletten. Aber zur Hälfte. Zur Hälfte. Mhm. Und 11 ist. Und hier unten, das sind die beiden Bänder unten für die. Nein, das ist für den Ärmel. Das ist. Die 11 ist für die Taschen. 11 ist für die Taschen? Ja, diese. Ach so, dahinter. Ach so, kommen da Paspeltaschen rein? Ja. Ah, okay, gut. Nee, die müssen wir auf jeden Fall machen. Aber die müssen im schrägen Fadenlauf zugeschnitten werden. Ja, aber die stehen jetzt. Die stehen da gerade. Das ist nicht gut. Haben wir noch ein Stück, um sie schräg zuzuschneiden? Ja, auch diese. Da hinten nicht mehr? Nee. Ja, ich habe noch Reststücke. Okay, gut. Wir fangen jetzt mal an. Aber die sagen auch hier mit Paspeltaschen, dass das... Ich habe das gemessen und das ist 18 cm und die sind auch 18 cm. Das geht doch nicht, oder? Nee, die machen wir ein bisschen länger. Ja, das ist ein bisschen... Aber 18 cm ist auch ziemlich viel für einen Tascheneingriff. Das kann nicht sein. Weil also, wenn ihr jetzt eine Tasche plant, egal welche, und ihr macht jetzt wirklich also einen 18 cm großen Tascheneingriff, das ist schon großzügig. Ja.
Weil deine Hand hat ja ungefähr hier so, wenn man die jetzt so platt hinlegt, so 12, 13, meine ist jetzt schon groß, du hast eine schmalere Hand. Und also so eine Tasche sollte mindestens 14, 15 sein. 18 ist jetzt schon wirklich riesig. Das heißt, da kannst du wirklich einen ganz großen Apfel und mit dem Apfel zusammen in, dann in diese Tasche rein, wenn du möchtest. Können wir ausprobieren. Müssen wir mal sehen, wie es ausschaut. Ja. Okay, wir müssen jetzt aber dann noch was vorbereiten. Denn wir brauchen, wenn wir jetzt uns mit dem Vorderteil beschäftigen, müssen wir jetzt auf jeden Fall die Position übernehmen. Hast du das schon gemacht oder noch nicht? Nee, ich habe nur den zugeschnitten. Nur zugeschnitten. Ja. Okay, dann legen wir jetzt einmal den Kragen nochmal beiseite. Ja. Und dann suchen wir mal aus deinen ganzen Teilen da vorne die... das Vorderteil raus. Also, meine Lieben, der Tisch kann gar nicht groß genug sein, wenn man einen Trenchcoat nehmen möchte. Auch der Zuschneidetisch kann nicht groß genug sein. Habt ihr eine großzügige Wohnung oder ein Haus vielleicht zu Hause? Ja, aber nicht so groß, um alles so zu schneiden. Nee. Deswegen, das war der Hintergrund hier. Ich habe zwei Meter... ich habe 2 Meter zur Verfügung. Ich verstehe. Dann muss man auf dem Boden aus. Ja, das... Alles klar, gut. Dann gucken wir jetzt mal, wie wir das jetzt hier so ein bisschen hinkriegen. Nimmst du dein Wasser einmal da hinten an die Kante? Ja. Das ist alles gar nicht so einfach hier. Das lasse ich jetzt auch noch mal hier liegen. Müssen uns hier ein bisschen arrangieren gerade. Wir haben ja hier verschärfte Bedingungen. Deswegen müssen wir mal ein bisschen sehen, wo wir hier bleiben. Also... Du hast jetzt hier dein Vorderteil und die Knipse hast du übertragen, die da dran sind. Ja. Die hast du reingeknipst, aber hoffentlich nicht ganz so tief. Könnte etwas weniger gewesen sein. Okay, könnte etwas weniger gewesen sein. Wir können jetzt eigentlich noch die Maschine versenken. Dann haben wir etwas mehr Platz. So machen wir das jetzt mal am besten. Und dann seht ihr auch, genau, du ziehst das mal einmal raus. Und wir versenken die mal ganz kurz. Gibst du mir einmal das Teil? Dann haben wir etwas mehr Platz. So. Das andere Teil habe ich hier hinten versteckt. Wir doch etwas mehr Platz und holen das gleich noch mal einmal raus. So, guck mal, das ist doch eine gute Geschichte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die beiden Taschenpositionen irgendwie noch mal feste legen, markieren, bevor wir jetzt damit weiter vorfahren. Denn bevor du jetzt irgendetwas nähst, würde ich auf jeden Fall alle Kanten sichern. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall bügeln. Ja. Da geht kein Weg dran vorbei. Und jetzt messe ich noch mal einmal die Tasche nach. Und das ist wirklich diese 18. Das war der Endpunkt, weil du hier noch einen Strich gemacht hast. Ja, die haben etwas gesagt, das steht so im Schnittmuster, aber ich habe nicht genau verstanden, warum. Ja, okay. In Beschreibung steht, fang an zu nähen und dann stopp. Hör irgendwann auf. Ein halbes Zentimeter bevor das Punkt. Und dann denke ich von, Okay, das verstehe ich jetzt auch nicht, da widmen wir uns dann später mit. Also da bin ich jetzt mal ganz kurz eben raus aus der Nummer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die beiden... Taschenpunkte einmal positionieren. Das heißt, ich habe hier einen Faden und wir stecken das dann da jetzt einmal durch an der Stelle. Der ist jetzt ein bisschen kurz, aber ich hoffe, das klappt trotzdem und ich nehme das etwas kleinere. Ja. Mir gefällt das ganz so große jetzt gerade persönlich nicht. Und dir hoffentlich auch? Ja, das ist zu groß. Okay, so, jetzt habe ich da nur einmal den Faden drin, aber das müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die Knipse, die alle da sind, sind übertragen. Die auch am Raglanärmel? Ja. Gut. Dieser nicht, das ist vom Beleg. Ich weiß nicht, ob der drin sein soll. Auf jeden Fall. Mach mal auch noch mal einen Knips dahin. Aber nur einen kleinen, nicht ganz so tief. Ja. Sonst nimm die Schere hier. Wenn der Stoff so feste ist. Stopp. Wenn du den so ansetzt, dann habe ich das Gefühl, dann dreht das halt. Das geht nicht gut. Ja.
dann habe ich das Gefühl, dass du gleich einmal halb durch das... Nein. Komm mal her. Ich greife jetzt mal kurz ein. Gut. Guck mal, wenn du knippst, ne? Ja. Wenn du knippst, dann auf keinen Fall so. Okay. Die spricht einer an, du redest und bist auf einmal bei einer guten Schere hier hinten. Ne? Das wollen wir jetzt alles vermeiden. Also wir müssen schon gucken, dass wir die Position hier haben und dass du dann nur wirklich kurz vorne mit der Kante hier einmal reinknippst. Und der Canvas ist jetzt ziemlich stabil. Da muss man gucken, dass man auch wirklich eine Schere hat, die das Material auch gut vorne wegkriegt. Ja. Und auf jeden Fall nicht so Riesenknipse da reinmacht. Ja. Okay, also als erstes fangen wir jetzt mal an, die Teile vorzubereiten. Und das ist schon jetzt eine gute Sache. Wir müssen hier vorne an diesem Halsloch und vorne an der vorderen Kante bügelst du jetzt auf jeden Fall eine Einlage auf, damit die Kante vorne schön stabil ist. Ja. Die haben jetzt vorgesehen, dass da jetzt nicht noch unbedingt eine weitere Einlage vorne reinkommt. Das lassen wir jetzt auch erst einmal. Ich muss auch noch mal so ein bisschen gucken, wie weich soll der fallen und nicht, dass hinterher so ein Brett hast. Das ist dann auch nicht schön. Nee. Also wir müssen uns da so ein kleines bisschen an die ganze Geschichte rantasten. Hier vorne muss auch ein Streifen hintergebügelt werden. Da steht drin. Genau, damit wir eben da hinterher in der Position auch entsprechend dann eine Tasche einarbeiten können. Das heißt jetzt, die Knopfpositionen müssten wir eigentlich auch schon festlegen. Mache ich jetzt aber nicht. Die sind bis wir uns wiedersehen, sind die sowieso alle wieder weg. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen müssen wir es nachträglich machen. Wenn man das jetzt abzieht und gefädelt hat, das hast du auch schon mal gemacht. Ja. Okay. Dann schön festhalten hier an der Stelle. Dann kannst du da unten weitermachen mit dem Faden, dass er nicht rausgezogen wird. Und die eine nochmal lösen. Da fällt mir noch gerade ein Knips möchte ich noch machen. Und zwar haben wir hier vorne der ist ja jetzt nicht vorgesehen. Hier vorne ist nämlich da die Umbruchkante von meinem Revers. Und an der Stelle würde ich natürlich auch gerne noch einen kleinen Knips haben. Der ist aber echt richtig feste, der Stoff. Schön. So, kleiner Knips reicht. Den hier vorne hast du gemacht. Gut. Und dann kommt hinten auch noch einer hin. Das heißt, du könntest jetzt hier mit dem Teil... Weil die Vorbereitungen, die dauern jetzt ein... Ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch zum Nähen kommen heute. Tja, wir werden sehen. Aber wir wollen das Ganze ja zusammen, gemeinsam meistern und deswegen... Diese ist vom rechts von Draht, diese ist vom Beleg später, hein? Das ist die gleiche Kante, die ich oben geknipst habe. Ja, das stimmt. So. Okay. Und das ist praktisch meine, ne, die brauche ich. Okay. Dass ich einmal so einen Anhaltspunkt habe, dass ich weiß, gut, da komme ich jetzt an und dann habe ich da nochmal meine gerade Linie vorne. Mhm. Das würde ich jetzt gerne nochmal einfach so für mich nochmal haben. Den Beleg ist nicht ganz so wichtig. Der hier unten ist jetzt auch nicht so wichtig, aber dann weiß ich zumindest, dass ich schon mal hier in einer Linie bin. Okay. Nur für mich. Gut, das heißt, das Teil kann weg. Wir müssen jetzt noch was machen mit den beiden Positionen, die da sind. Auseinander. Auseinander und durchschneiden. Ne? Und zwar so, dass wir nicht die Fäden irgendwie von der einen und der anderen Seite durchziehen. Das passiert nämlich manchmal schnell. Ich habe die nicht ganz so lang gemacht. Supi. Frauke, du bist so still. Ja. Du meditierst so vor dich hin? Ich würde sagen, ich schwitze vor mich hin. Ach, du schwitzt vor dich hin. Ne, dann will ich dich noch nicht weiter stören. Also ich bin hier auch schon ganz muckelig durchgeweicht. Genau. Ich fühle mich auch sehr wohl. Okay. Nee, alles gut. Wir gehen jetzt, also du nimmst jetzt einmal dein Teilchen mit und wir gehen zum Bügelbrett. Da müssen wir jetzt hin. Ich komme einmal hier rum, verbotenerweise. Denn wir brauchen jetzt eine Einlage, und um die vordere Kante zu sichern. Und für den Rest innen drin nehmen wir noch einen kleinen Rest. Jetzt muss ich einmal gucken. Entschuldigung. So. Welche Farbe habe ich hier? Ich suche nämlich jetzt gerade noch, ob ich hier weiß oder schwarz habe. Was im Prinzip jetzt nicht ganz so...
unbedingt wichtig ist in dem Fall. Aber wenn wir schon mal schwarze Einlage haben, dann nehmen wir sie natürlich auch. Ne? Ich komme mal hier hin an die Seite. So, Bügeleisen angeschmissen. Wir brauchen jetzt hier zwischen diesen beiden Punkten, und du hast ja auch die rechte Seite innen liegen, was also hier somit gut ist. Jetzt können wir die beiden Teile schön übereinander liegen lassen. Ich packe mal eben den Gewinn hier zur Seite. So, dann können wir jetzt hier praktisch einen Streifen erstmal zuschneiden, bevor das Bügeleisen warm ist. Und das, die Sache war ja, dass der jetzt doch so ein kleines bisschen querelastisch ist, ne? So. Ja. Und ich habe hier auch noch so ein kleines bisschen restelastische Einlage, nämlich die 609. Die müsste, der Zettel müsste noch dran sein. Ja, H609 von Glyseline. Die ist auch so ein bisschen elastisch und die ist ein bisschen dünn. Also das heißt, sie trägt jetzt nicht so ganz so dick auf, weil ich mir bei diesem festen Stoff nicht so ganz sicher bin, ob ich da so eine dicke, feste Einlage reinmachen möchte oder was wir nehmen. Ansonsten könnten wir auch noch eine Gewebeeinlage nehmen. Die ist ein bisschen fester als die hier. Ich bin jetzt auch ein bisschen unsicher. Ich bleibe bei der dünnen. Einfach aus dem Gefühl heraus. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Wir müssen sehen. Die ist etwas, die ist also sehr leicht. Aber wir werden sehen, was passiert. Wir brauchen jetzt hier halt ein bisschen mehr. Mhm. Und können da jetzt einfach mal so parallel was zuschneiden. Die, wie breit soll die Tasche sein? Stand da was mit dem Zuschneideteilchen? Ja. Sonst müssen wir noch mal einmal gucken. Besser ist, wir gucken einmal. Ja. Bevor wir komplett was falsch machen. Sechs Zentimeter. Na, guck mal. Ohne, dass ich es gelesen habe. So, also 6 cm, genau die Breite vom Schablonet. Können wir gut drauflegen, dann haben wir so ungefähr. Ich schneide jetzt hier auf dem Stoff zu, das ist wirklich ziemlich unmöglich. So. Das heißt, 2 Stück brauchen wir davon? Ja. Und dann sind hier meine beiden Endpunkte. Mhm. Und das bedeutet, dass wir hier natürlich nicht ganz so einen langen Streifen brauchen, sondern wir gehen so 1,5 cm darüber hinaus, mehr nicht. Und dann schneide ich das hier noch ab an der Stelle. Das heißt, du könntest jetzt... Das kann man auch alles in schön machen. Man kann dafür auch einen schönen Rollschneider benutzen übrigens. Aber jede Sequenz, die man sich hier bewegt, ist zu viel. Ich möchte dich jetzt einmal bitten, das noch einmal zuzuschneiden. Ja. Entweder hier oder wo auch immer, da hinten. Und die Kanten müssen gesichert werden. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ich gucke mal, was ich jetzt hier für eine habe. Ich habe das flexible Nahtband, wobei ich das jetzt in Dunkel habe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das nehmen möchte oder ob ich ein festes nehme. Also ich möchte auf jeden Fall noch ein Nahtband drin haben, aber dieses zu benutzen macht eigentlich keinen Sinn. Also ich bin so ein bisschen bei dem Stoff, weil ich das auch noch nie gemacht habe, so ein bisschen unsicher, ob ich jetzt das Flexible wirklich nehmen soll, weil ich dachte, ich hätte das andere noch in Dunkel, oder ich muss noch mal eben um den Tisch rumlaufen. Du kannst aber schon mal das versuchen, vorsichtig. Diese sollte in der Mitte bleiben, doch? Genau, oder? Die bleiben in der Mitte. Und dann kann das schon mal so ein bisschen da drauf. Und 8 Sekunden nicht bewegen. Vorsichtig einmal anbügeln. Also nicht reiben, einfach nur pressen, ne? Ja. Oder ob ich das hier nehme. Guck mal. Nicht, dass das irgendwie schmort. Und? Hast du schon einmal geguckt? Sieht gut aus. Einmal drehen. Den ganzen Stoff. Und dann
bin ich echt noch nicht ganz sicher, was ich für ein Band benutze. Oder ob ich einfach mal eine Probebügelung mache. Der geht wieder, also ich hoffe, der Stoff, der beruhigt sich wieder, dass der so ein kleines, dass der hinterher wieder zurückgeht vom Farbton her. Mhm. Das hat man ganz oft bei roten Farbtönen, dass wenn man Rottöne bügelt, dass die auf einmal dann in eine andere Farbe umschwenken. Und das scheint hier bei dem Grün auch so ein bisschen zu sein, aber eigentlich kommt die Farbe, nachdem der Stoff ausgekühlt ist, hinterher wieder original zum Vorschein. Ich glaube, ich muss ein Stück Probe bügeln. Ich bin ja so ein bisschen ungeduldig. Frauke, wolltest du heute das Teil mitnehmen? Genau, und ich wollte jetzt den Rest mal schnell noch zuschneiden. Ja. Mal eben. Du musst auch die Kanten alle sichern, ne? Ja. Nee, nicht ja. Ja heißt, mach ich nicht. Doch, mach ich. Mach ich. Kurz ein Probestückchen machen. Also nochmal für euch, damit ihr seht, vor was für einer Denksportaufgabe ich hier gerade stehe. Ich stehe vor der Aufgabe, dass ich die vorderen Kanten auf jeden Fall sichern möchte. Wir haben eine Nahtzugabe von 1. Und dieses Kantenband ist 2 Zentimeter breit. Und das ist auch gar nicht so schlecht, denn wenn ich dann hinterher hier mit 1 Zentimeter durchnähen würde, oder nicht würde, sondern werde, wenn ich mit 1 Zentimeter da durchnähe an der Stelle, dann habe ich hinterher noch auf der anderen Seite auch noch ein bisschen von der Einlage. Das heißt, die Kante ist auf jeden Fall schon mal schön stabil und gesichert. Mhm. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, wie sich das verhält, so richtig, wenn ich jetzt eine fadenverstärkte Einlage nehme, die ich eigentlich gerne hätte. Die habe ich jetzt zwar nicht in Schwarz hier, sondern nur in Weiß, aber das ist bei dem Stoff egal, es scheint ja nicht durch. Ich brauche noch eben eine Schere. So, wenn ich mir jetzt diese Kante angucke hier vorne, ist die jetzt halt überhaupt nicht mehr elastisch und schön stabil. Und die hat jetzt vorne ungefähr diese Steifigkeit. Fühl mal. Eine Frage. Ja. Hier wird gefragt, welche Vlieseline du zugeschnitten hast, beziehungsweise welche Einlage das ist. Das ist die flexible Einlage. Da habe ich mich auch für die dünnere entschieden, die H609. Die ist eigentlich sehr dünn und, wie soll ich sagen? Ich habe so ein bisschen geschwankt, ob ich die nehme oder ob ich die 770 oder 40 nehme, muss ich gucken, welche Gewebeeinlage. Aber ich habe mich jetzt, weil der Stoff schon an sich so fest ist, für die dünne entschieden, damit ich etwas Stabilität habe. Der Stoff ist querelastisch, damit es auch noch ein kleines bisschen mitgeht, aber nicht ganz ohne Einlage ist. Und jetzt bin ich dabei, mir zu überlegen für die vordere Kante, was nehme ich da für eine Einlage. Das ist jetzt richtig feste, ne? Ja. Das ist richtig, richtig stabil. Nimm das mal zu dir rüber. Und jetzt nehme ich mal die andere Seite und jetzt nehme ich mal die flexible Einlage. Also ich möchte die vordere Kante nicht ohne Einlage verarbeiten. So, das ist jetzt das Dilemma, vor dem ich stehe. Alle wissen, wie, mit was für Gedanken ich hier kämpfen muss. Knippmode sagt nix. Nee. So. Britta sagt, geht nicht. Aber welche genau, das muss ich jetzt auch raustesten. Das sind so Sachen, die muss man einfach selber mal ausprobieren und mal gucken und dann auch entscheiden, was einem selber gefällt. Da kann man nicht immer so eine Allround-Meinung zu geben. Das hier hat eine Breite von 1,5, kann das sein? Ja, das ist 1,5. Das heißt, das würde nicht 1 Zentimeter reinstehen, sondern nur 0,5 Zentimeter. Und jetzt habe ich, wenn ich jetzt den 1 Zentimeter hier nähe, habe ich jetzt ein bisschen Stabilität und die Kante hier. So, und jetzt musst du entscheiden, was dir besser gefällt. Ich, ganz ehrlich, ich bin unschlüssig. Ich meine, ich habe meine Entscheidung schon gefällt, aber ich möchte natürlich dir nicht vorgreifen. Ich glaube den. Super, hätte ich auch genommen. Dann sind wir beide uns einig. Hätte ich auch genommen. Okay. Weil die hier, die ist super stabil und das ist richtig, richtig feste. Ja. Und die hat noch etwas. Und das ist, wäre mir jetzt vielleicht in dem Augenblick auch ein bisschen too much. Ja. Ob das sich hinterher beim Nähen als schlau herausstellt, das werden wir dann merken. Aber ist schon mal schön, dass wir uns... Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Aber ich hätte mit dir auch natürlich die andere Variante genäht. Das wäre nicht das Problem gewesen, denn falsch ist das auf keinen Fall. Wichtig ist, dass es gemacht wird. So, und was wird jetzt gemacht? Ich mache dir eins vor und du machst das andere danach. Das Versäubern soll dann nicht an die Kante, wo das aufgebügelt ist. Versäubern?
Na, da hast du auch gesagt, alles muss versäubert werden. Wir brauchen das nicht versäubern. Da kommt ja ein Futter rein. Oh ja, ja. Nein, beklebt. Entschuldigung. Beklebt. Na, nee, ist nicht schlimm. Ja, hallo? Du darfst wohl auch noch mal was nicht so ganz mitkriegen. Das ist ja immer auch nicht deine Muttersprache, wo wir jetzt hier unterwegs sind. Nee. Also, ich möchte dich jetzt bitten, hier an die Kante, die gesamte vordere Kante bis zum Halsloch oben, eben dieses Nahtband aufzubügeln. Also bis hierhin. Bis oben hin, genau. Ja. Vorsichtig andrücken, nicht, dass das zu doll schmilzt, und nicht ziehen, sondern ganz locker hinlegen. So ein bisschen zählen, das klebt total schnell. Ja. Und das dann hier einmal rum. Das geht schon, also das nicht, wirklich nicht so lange lassen, obwohl ich auf Wolle bin. Also wirklich, das klebt ganz exzellent und ganz schnell. Ja, aber du siehst auch schon, dass die Farbe wieder zurückkommt. Die Farbe kommt zurück und bei der Einlage, bei der dünnen, um noch ein Argument zu liefern, die ist so dünn und flexibel. Das heißt, wenn wir das dann hinterher nähen, da ist kein Abdruck da. Ja. Also wenn ich mich für die für eine Einlage entscheide und wenn ich jetzt auch hier so ein bisschen fühle und da vielleicht eine festere genommen hätte, hätte das sein können, dass ich bei diesem extrem glatten Material, was einem nichts verzeiht, also wir müssen hinterher beim Bügeln auch total aufpassen, dass du da keinen Glanz drauf kriegst. Also lieber wenig Temperatur, wenig Druck, ein bisschen Länge. Feuchtigkeit, Bügelproben machen. Ansonsten hast du hier sofort Macken drin und der Stoff verzeiht dir erstmal nicht so schnell was. Okay. Und dann hätte man nämlich eventuell, weil wir das jetzt relativ großzügig hier geklebt haben, hätte man eventuell hier dann hier den Unterschied gesehen. Ja. Und das ist auch immer so eine Sache. Deswegen würde ich bei so ganz glatten Stoffen zu einer dünneren Einlage tendieren und nicht zu so einer dicken, festen, die das steif macht wie so ein Brett, damit man eben nicht die Übergänge so sieht. Also Einlage locker lassen. Ich mache jetzt hier eben eins vor. Eigentlich würde ich noch was gerne kleben. Aber den Punkt haben wir ja. So. Und das sind diese Vorbereitungen. Das ist echt immer... hält dann total auf. Ja, jetzt würde ich hier um die Ecke vorsichtig, ich weiß gar nicht, ob ich da eine kleine Falte legen würde oder das einschneide. Ich bin noch unschlüssig. Geht gar nicht so. Ich entscheide mich für eine Falte. Weil die so dünn ist, dass es auch wunderbar funktioniert. Und wie gesagt, mir gefällt ganz gut, dass wir dann hinterher die 0,5 noch in dem Teil praktisch dann sehen. Okay, den Raglan würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Könnte man auch noch, aber bin ich jetzt noch gar nicht so von begeistert. Brauchen wir noch nicht. Jetzt haben wir noch was. Und zwar haben wir ja jetzt hier hinterher, wenn wir das sehen, haben wir dann ja hier ein Revers. Ne? Wir haben den Punkt hier oben, da wo das Revers praktisch rumklappt. Und wir haben den Punkt hier unten auch. Und zwischen den beiden Punkten, da sieht man dann schon hier, wenn ich das so richtig lege, da auf den Punkt, hier, da wird der umgelegt oder wird der komplett, der liegt übereinander. Ne? Ich muss mir noch mal das Bild angucken, aber eigentlich ist das... Hole? Ja, hol mal eben einmal bitte. Ich bräuchte noch einmal das Bild vor Augen. Denn normalerweise würde man jetzt hier, ich überlege gerade, ob ich das tue, aber eigentlich möchte ich das gerne machen, damit der hinterher schön fällt. Und man hier den Bruch schön drin hat, würde ich gerne an der Stelle auch noch mal einen Einlagestreifen reinmachen. Ich brauche einmal noch das Bild. Sieht man nicht so gut. Ach, das ist da gar nicht so. Das ist, weil es da zu ist. Sie haben es da zugetragen. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Dann mache ich es natürlich nicht. Die Frage ist, wie trägst du diesen Trenchcoat? Wenn man den natürlich jetzt so zuträgt, dann ist so eine zusätzliche Verstärkung nicht nötig, weil dann hast du da noch hinterher einen Abdruck drauf und dann... Ja, aber ich glaube nicht, dass ich ihm immer zutrage. Ja, die Frage ist, willst du flexibel sein? Ja. Okay, dann kommt's weg. Wenn du jetzt gesagt hast, nein, auf keinen Fall, ich will den immer offen tragen, dann hätte ich gesagt, okay, zur Unterstützung würde ich da jetzt eine Einlage drauf machen, weil dann legt sich der Bruch... Dann würde man die Einlage etwas auf Spannung aufbügeln.
Also wir machen das jetzt nicht nur noch mal zur Erklärung. Man würde dann die Einlage etwas auf Spannung einbügeln. So, dass hier so ein bisschen Zug drauf kommt und das reicht auch schon. Und dann würde hinterher das ganze Teil nämlich schöner so rumfallen. Aber wenn man ihn so trägt, wo kommt das Stück dann? Dann ist es hier oben drunter. Und das andere dahinter. Okay. Also das eine ist dann unter dieser Seitentasche verschwunden. Das hier ist praktisch dann unter diesem Lappen hier vorne. Der hat bestimmt einen Namen, ich weiß ihn nicht, verschwunden. Und das andere ist ja unten drunter. Okay. Also machen wir das nicht. Nee. Das ist schon mal eine schöne Erkenntnis. Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Okay, los geht's. Liebe Rosemarie. Und diese Seite. Diese Seite darf du jetzt machen. Ja. Viel Erfolg, viel Spaß, viel Vergnügen. Und nicht so lange drauf lassen, ne? Ja. Okay. Puh, ich sag euch eins, am Bügelbrett ist es doppelt schön und warm. Und ich kann dir schon mal noch deine Kleinteile geben, denn wir brauchen noch die halbe Einlage hier auch auf dem Stückchen. Du kannst von der dünnen Einlage, diese? Von der schwarzen, die nehmen wir jetzt einmal komplett durch, kannst du jetzt hier einmal zur Hälfte auch noch einmal eine Einlage drauf machen. Ja. Also auf die Epauletten, genau. Da kommen hier oben jetzt noch die Hälfte zur Einlage. Okay. Also einfach einen schmalen Streifen schneiden. Ja, das muss jetzt nicht 100% super aussehen. Ja, mach ich. Innen drin. Ja. Puh. Frauke! Juhu! Was heißt hier Juhu? Boah, das ist echt hier... warm? Ja, und ich muss auch wirklich gucken. Ich habe jetzt den Stoff anders gelegt, weil ich jetzt so andere Teilchen habe, dass ich hier richtig noch im... in der Bewegung bin. Aber, was für ein Punkt bist du denn jetzt gerade? Ich schneide jetzt, das muss ich jetzt noch zuschneiden. Taschenbeutel? Genau, also und Kapuze habe ich da zugeschnitten. Und? Das habe ich, da habe ich ein Bündchenstoff mit oder ich nehme das weiß ich jetzt noch nicht. Okay, dann lassen wir es noch über. Genau, aber das wäre es jetzt eigentlich. Okay. Und das sind einlagig, nur das muss ich im Bruch. Und hiervon brauche ich zwei und dann die andere Seite wollte ich als, habe ich einen Futterstoff noch dabei. Okay, das heißt, du kriegst das noch hin. Aber du hast die Teile nicht gedreht, ne? Moment, was meinst du jetzt? Gedreht? In der Richtung gedreht. Weil das Teil jetzt andersrum liegt als das. Ach so, das habe ich noch, lege ich jetzt gerade nur erstmal auf, oder was meinst du? Ja, also die Richtung ist so runter. Die Richtung ist genau. Ja, das sieht man da nicht. Da ist auch eigentlich keine Richtung. Aber trotzdem hast du alle Teile, guck mich an, Frauke, so runter zugeschnitten. Also da ist unten, da ist der Saum. Ich hatte den Stoff gedreht gerade. Das ist schon richtig so gewesen. Ich habe ihn jetzt aber dann rumgedreht. Und deshalb schneide ich die jetzt so lang. Ich hatte ihn vorher so und habe so runtergeschnitten. Und jetzt war, das war jetzt Hauptsache, die Richtung ist runter, weil das möchte ich nicht, dass das andersrum ist. Nee, aber das ist runter. Ich habe eben auch schon zweimal umgesteckt, ne? Also, aber guck mal, das ist runter. Das sehe ich nicht. Das ist ja innen drin mit dem Weig, das kann ich nicht erkennen. Doch, ich sehe aber da so ein kleines Strickmuster. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Also ich möchte nur nicht, dass aber du das gedreht runter. Hast. Und das wäre doch richtig. Nein, ich möchte wissen, wie du die Teile zugeschnitten hast. Ich bestehe da jetzt drauf. Ja, das kriegen wir beide hin. Wir müssen uns jetzt noch kurz unter unseren... Also... Masken konzentrieren. Also beim Zuschnitt, meine Lieben, kann man viel lustige Dinge erleben. Zum Beispiel. Genau, also alle Sachen sind so runtergeschnitten worden. Und dann ist das da unten. Genau. Dann ist das Teil falsch rum. Warte mal. Ich habe ja den Stoff gedreht. Das weiß ich nicht. Nee, sag ich dir ja jetzt. Okay, gut. Ja? Ich höre jetzt auf. Nee, wirklich. Weil ich habe, der lag ja so lag er. Ja. Ne, und zusammen. Mhm. Und weil es jetzt ja Einzelteile sind und ich mir dachte, ich kann ja so besser arbeiten, habe ich ihn also gedreht. Okay. Aber und für mich ist die letzte geschnittene Seite unten gewesen. Wir hatten die Teile doch so liegen oder hatten wir sie so liegen? Du hast doch von hier oben angefangen ja. Und da unten muss das gerade Stück sein. Das ist das Stück von da unten. Ach so, ja genau. Das wäre, da hast du recht, dann ist es so. So, und dann müssen die andersrum. Dann liegt der falsch rum. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ey, super. Ich bin ganz stolz auf dich, dass du mir das gesagt hast. Nein, wirklich. Also. Tristan, du darfst was sagen. Ich sehe dich zwar nicht, du scheinst hinter der wunderbaren Schneiderpuppe verschwunden zu sein, aber ich glaube, du bist dahinter, ne? Also ja. Andrea möchte gerne mal Rosemarie und Frauke ohne Maske sehen, damit sie weiß, wie sie aussehen. So, ich gehe jetzt mal weg.
Maske runter, wir lüften mal. Wie macht ihr das eigentlich in der Schule? Dürft ihr auch zwischendurch mal lüften? Ja, beim Trinken. Wann ist es denn bitte? Beim Trinken. Oh mein Gott, ich bin ungeschminkt. Ich bin hier drunter zwar geschminkt, aber ich weiß nicht, wo die ist. Soll ich jetzt mal einmal lächeln? Du musst geradeaus lächeln, da. Der nette Tomek, der winkt und jetzt darfst du lächeln. Aber ihr wisst, die Frauke, die war schon ein paar Mal da. Ja. So, und jetzt nochmal so die Rosemarie. Die hat so ein schönes Lächeln. Oh. Ehrlich. Ja, hat sie. Aber ich habe dich jetzt gerade, Tristan, was hast du gesagt in der Schule? Dürft ihr jetzt Maske lüften? Ja, oder? Beim Trinken. Beim Trinken nur. Na dann, setzen wir sie alle mal wieder auf. Kurz zum Thema zurück. Ich habe gelernt, es ist schlau, nicht den Stoff zu drehen. Ach so. Weil ich nämlich auch eben echt ein Problem hatte. Weil ich dachte jetzt, ich habe den ja schon dreimal wieder abgemacht. Du hast überlegt, was, wie war das denn jetzt? Also ich drehe hier nichts mehr. Du wolltest heute mit dem Teil nach Hause gehen. Mache ich ja auch. Aber nicht fertig. Ich habe nicht gesagt, genau, nicht fertig. Ah, oh, man kommt vielleicht hier durcheinander. Ja, also während die Frauke noch schneidet und die Rosemarie noch bügelt, gucke ich mir schon mal die nächsten Teile an. Die Vorarbeiten dauern immer am längsten. So ist Ach, Frauke, nicht verzweifeln. Nein. Wir kriegen das hin. Ich Bei so einem Trenchcoat auch. Ist es natürlich auch noch doppelt lustig, dass die Teile so lang sind. Das ist besonders schön. So, wir haben hier nochmal einen Taschenbeutel. Den kann man unschwer erkennen. Ach, das ist auch noch... Und wir haben hier den Beleg. Ah, genau, zum Beleg können wir noch was sagen. Den Beleg hier, der soll auch nach Schnittmuster, soll der komplett mit Einlage belegt werden. Das heißt, ich schneide gleich, während die Rosemarie hier gleich was näht oder auch noch nicht. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Kann man das auf jeden Fall schon mal bügeln. Das heißt, wir machen erst einen Grobschnitt und dann einen Feinschnitt, weil das Teil ist so groß und so lang und das ist immer blöd, wenn man dann zwei Sachen zuschneiden muss. Was heißt das? Ich schneide gleich großzügig hierzu einmal auch noch Einlage ab, klebe das und dann legen wir anschließend den Beleg wieder drauf und schneiden das, nachdem die Einlage drauf ist auf diesem großen Teil, schneiden wir das Ganze erst aus. Das habe ich so beschlossen. Soll ich die Epaulette auch zubügeln? Das weiß ich noch nicht. Ich kann immer noch nicht holländisches Knippmodell lesen. Aber vielleicht kann ich es am Ende. Nee, ich würde es nicht zubügeln. Ich würde es erstmal so lassen, weil wir müssen es einmal andersrum machen. Okay. Erst nähen, würde ich jetzt zumindest sagen. So, wir haben... Oje, oje, oje. Ich lege das schnell weg, das Teil kenne ich nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Vorderärmel. Oder ein Hinterärmel, das kann ich nicht lesen. Dann haben wir hinten ein ganz lustiges Zwischenteil in diesem Mantel, was ich überhaupt noch gar nicht einordnen kann. Deswegen klappe ich das auch zu und räume es erstmal weg. Alles, was ich nicht kenne, kommt weg. Das hier ist, glaube ich, das Teil für hier, ne? Das sehe ich fünf. Fünf ist das. Das ist fünf. Fünf ist das Teil hier vorne, ne? Warte mal. Das ist... Ja. Genau. Und auch da bin ich mir noch unschlüssig, denn die Knippmode sagt, das muss nicht mit Einlage belegt werden. Ja. Und wenn ich das jetzt hier so an mir dran habe, also manche Sachen muss man einfach mal ausprobieren. Und da gibt es auch keine Anleitung so richtig für, wenn man so nicht weiß, wie es sein soll. Also wenn ich mir jetzt diesen Lappen hier so vorstelle, möchte ich da auch keine Einlage drin haben. Der Oderan ist sehr weiche. Ja, ich gehe jetzt von der Weichen aus. Wir machen jetzt keine feste rein. Nein. Aber ich glaube... Es ist schon fest. Es ist auch schon das Vorderteil drunter. Hä? Wir können natürlich eins mit Einlage belegen. Ja. Und eins nicht. Aber ich bin mir jetzt... Ich weiß es nicht, deswegen musst du das jetzt entscheiden. Nee, ich bin mir da ganz unsicher. Aber diese sind fertig. So, dann kommt das schon mal weg. Ja. So, und jetzt müssen wir beide noch mal überlegen. Besser, du musst überlegen. Du hältst das Ganze noch mal einmal an. Hier vorne. So, genau, das ist richtig. So, und jetzt muss das sitzen ein bisschen höher. Jetzt muss man praktisch überlegen, soll das noch so ein bisschen flattern und locker sein oder möchtest du, dass es ein bisschen mehr Stand hat? Das ist aber echt, das ist schwierig, was du mir mitgebracht hast. Ich glaube, dass das Stand genug hat. Ja, aber nicht beide. Das ist Nein. Nicht beide. Wenn dann nur eins. Wenn dann vielleicht das unten drunter. Okay. Oder das oben drüber. Nein, unten drunter. Eine. Einen möchtest du machen? Ja.
So, Rosemarie hat sich entschieden. Tada! Hervorragend. Finde ich gut. Ich finde das super. Denn jetzt müssen wir nur einmal gucken. Das hier ist dieser Lappen. Und jetzt müssen wir einmal gucken, welcher denn dann jetzt außen wäre. Und ich würde dann den unteren etwas machen. Ich würde nicht den oberen... nee, ich würde den unteren machen. Aber die sind doch gleich, das macht doch nicht aus, welche wir bekleben. Ja doch, das ist hier oben. Oh ja. Und das andere ist dahinter. Das macht ja schon was aus. Ja, ja, ja. Ja. Ne? So. Ja. Und wenn wir den hinteren bekleben wollen, jetzt habe ich den rechts auf also rechts außen gelegt. Und das ist dann jetzt, das ist der, der unten ist. Ja. Also wird dieser hier beklebt. Okay. Das ist nicht so, das ist jetzt mal nicht egal. Also diese Seite bekleben, ja? Ja, die haben wir jetzt gerade festgestellt, wir beide. Okay. Jetzt können wir noch den Rest nehmen. Ich habe davon aber auch natürlich noch was auf der, jede Menge auf der Wand. Müssen noch etwas drunter Wand. Legen, sonst geht die... Nein, auch. Das tun wir nicht. Wir werden jetzt entspannt drumherum schneiden und es etwas kleiner machen. Okay. Ja, wir können es auch so machen. Also das ist jetzt die Seite, das ist der Kleber, der ist unten. Ja, drauf, so. Entweder so oder ich mache es auch gerne einfach mal so rum. Ich bin da ja jetzt so ein bisschen entspannter unterwegs. Und kann das gut sehen, dass das so durchschimmert, aber ich brauche eine andere Schere. Mit der kann ich nicht gut schneiden. Ich hole mir eben noch eine andere. Ich glaube, wir können gleich die Sachen schon mal verstürzen. Guck mal, was zu diesem Teil da steht. Damit du wenigstens einmal an der Nähmaschine gesessen hast heute. Da steht... steckt die vordere und Unterrand der... Diese beiden Stücke? Ja. Stick die. Kehr sie um. Verstürzen. Genau. Umdrehen, also umdrehen, steppen. Und dann die Armlöcher aufeinander und dann, wie sagt man, absteppen. Perfekt. Das ist, was da steht. Das machen wir schon mal. Das ist nämlich eine gute Geschichte. Dann können wir uns nämlich schon mal langsam einnähen. Besser gesagt, du kannst dich einnähen. Während du das jetzt hier aufklebst, guck mal, ich schneide das einfach ein bisschen kleiner zu. Ja, dann dann steckt diese Seite, diese Seite. Genau, also hier runter wird es verstürzt und dann wird das Ganze gedreht und abgesteppt. Da musst du dich noch einigen mit dir selber, wie deine Steppung sein soll. Das ist ein ganz schwieriges Modell. Mit viel, viel, viel Zeit. Deswegen habe ich gefragt, wie viele Jahre. Du kriegst aber eine Hausaufgabe bis nächste Woche. Kannst du es erledigen? Hast du Zeit? Bestimmt, ne? Du hast nichts anderes zu tun. Was sagt dein Mann dazu? Der Ron, der sitzt nämlich auch hier im Studio und der passt gut auf seine Rosemarie auf, dass sie auch ja alles richtig macht. Und ich glaube, der muss nächste Woche den Haushalt übernehmen. Das machst du, ne? Ja, super. Das haben wir schriftlich. Also wir haben es nicht schriftlich, also wir haben es jetzt gehört allesamt. Das heißt, der Ron macht den Haushalt. Das ist alles gut. Der Ron macht den Haushalt und Rosemarie kann dann in der Zeit nähen. Ja. Finde ich super. Tristan, können wir das auch mal so machen? Was? Nix, sag einfach ja, Mama. Nee, hinterher ist es noch, dass ich mich jeden Tag duschen muss. Ich finde es immer schwierig, um zu sehen, was die rechte und die linke Seite ist. Das ist aber auch. Ja, haben wir mal. Ist das jetzt links auf rechts? Auf rechts? Das genau. Ist jetzt rechts auf rechts. Rechts auf rechts, genau. Okay. Alles gut. So, das heißt, wir können jetzt schon mal gleich das hier entsprechend dann rausarbeiten. Ja, so, das wird genäht. So rum. Genau. Ja. Was haben wir denn noch? Den Rest hattest du schon fertig. Gut. Dann müssen wir die Maschine wieder hochholen. Oder ich finde noch was, was du mit Einlage versehen musst: den Beleg. Ja, den Beleg, den machen wir gleich noch. Oder helfe ich dir bei. Das ist ja auch sonst langweilig. Du sollst ja zum Nähen kommen. Frauke! Hallo! Ich sage überhaupt nichts mehr zu dir. Ich bin gleich. Bis gleich, soweit? Mit dem Zuschneiden. Mit den Nerven fertig. Nein, eigentlich nicht. So, das sind die anderen Teile. Was haben wir denn? Was ist das nochmal? Das ist für den, die zwei. Hier, die Passe. Die obere Passe. Die haben wir nur einfach. Ja, die war in... Doppelt. Das war hier dieses Ding. Ich weiß noch nicht genau, wo wir die einsetzen, deswegen warten wir noch. Kann sein, dass die auch noch eine Einlage kriegt. Ja. So. Schnell umgebaut. Möchtest du mal einmal machen? Da oben. Auf den Knopf. Ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert habe. Sonst geh mal auf die 1.
Halt mal feste einmal die 1. Man kann nämlich auch loslassen. Okay. Nee, doch nicht, macht's doch nicht. Ich wusste nicht, ob ich es gespeichert habe. Sonst setz dich einmal kurz hin. Man kann nämlich auch die Position, wenn man jetzt einmal klar hat, was für eine Maschine man hat und wie die Höhe ist, kann man hier auch die Sachen programmieren. Aber ich glaube, ich habe es nicht programmiert, weil ich den ja irgendwann noch wieder abgeben muss, was ich nicht möchte. Also bei der Yuki hier ist die Höhe bei 33. So. Und dann können wir das wieder reinschieben. Das überlasse ich dir jetzt mal. Nachdem ich weiß, was du für eine tolle Maschine hast, brauchst du noch einen tollen Zuschneidetisch. Guck mal, dein Mann, der guckt ganz schnell weg. Der hört nicht zu. So sind die Männer. Im entscheidenden Augenblick hören sie weg. Da haben die echt immer ein Händchen für. So, hervorragend. Liebe Rosemarie, du kannst vorne deine Kante verstürzen. Ja, und wie? Und wie macht man das? Ja, nein. Das ist ganz easy. Bis am richtigen Stückchen, ja, ne? Du hast 1 cm Nahtzugabe. Ja. Und da ist ein Zentimeter, aber du weißt doch, du hast so eine, hast du gesagt, du hast eine Pfaff, was auch immer zu Hause, eine riesengroße Maschine. Jetzt hat die auch einen Kniehebel zu Hause, dann ist das der Kniehebel zum Glück. Ja. Und da unten ist das Gaspedal. Und wir springen jetzt ins kalte Wasser. Möchtest du eine Verriegelung haben am Anfang und am Ende eine automatische? Stopp, stopp, stopp. Dann drück mal einmal hier oben drauf. Jetzt verriegelt sie. Und wenn du dann nochmal gleich verriegelst, da hinten, dann schneidet sie anschließend auch automatisch ab. Diese. Ja, genau, aber jetzt oder dies. Nee, da unten, die da. Das ist dann der Rückwärtsgang. Ja. Den. Das ist die Ampel. Jetzt darfst du noch nicht nähen, weil es ist ja rot. Mhm. Weil es muss ja erst das Füßchen runter. Ja. Das müssen wir einmal machen mit dem Kniehebel. Ja. Das ist aber auch blöd, wenn man jetzt so da sitzt. Ne? So, jetzt ist grün, jetzt darfst du nähen. Und jetzt müsste sie eigentlich... Darf ich nicht auf 1 cm. Dann musst du es nochmal machen. So. Ja. So, und jetzt müsste sie eigentlich, du bist ein bisschen weit hinten. Ja, so, genau. Und jetzt dürftest du einfach mal ein bisschen Gas geben. Er verriegelt nicht. Oh ja, doch. Oh, ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig, Brauner. Ja. Okay. Man muss sich erstmal einnähen. Kann ich voll verstehen. Und wenn auch noch keiner zuguckt, wenn man das tut, ist es noch verrückter, das Ganze. Okay, so, langsam um die Kurve, ne? Das ziehe ich auch schön mit. Bist du ein Pingeliger beim Nähen? Nicht immer. Hervorragend, wir kommen zusammen. Okay, also einmal um die Kante rum und dann gucke ich nochmal bei der Frauke. Frauke. Ich liege in den letzten Zügen. Die Sendung ist auch gleich rum. Nein, es war jetzt ein Scherz. Also dann hätten wir es beide geschafft. Ich schwitze so oder so. Ja, wir schwitzen sowieso beide, da hast du recht. Tristan, gibt es noch irgendwelche Fragen? Nö. Wie nö? Ja, nö. Was ist denn los im Chat? Corona. Bitte? Corona. Corona? Ja. Corona? Ach, Menschen. Ihr sollt euch nicht mit Corona beschäftigen. Doch, ein bisschen schon. Ja, das ist halt Corona, da. Und Corona in der Schule mit Maske in der Schule. Und so. Aber... Viel zu weit, das ist kein 1 cm mehr. Aber wirklich kein 1 cm. Dann drück mal eben einfach nur auf die Schere. So, jetzt kann das Füßchen wieder hoch. Genau. Was machen wir jetzt? Jetzt fängst du in der Kurve nochmal. Du fängst einfach hier nochmal an zu nähen, ohne zu verriegeln und hörst ein bisschen früher auf und gehst dann, drehst einmal etwas eher. Ja. Brauchst du gar nicht. Achso, den hast du rausgemacht. Genau, das würde ich auch mal. Wir wollen nicht verriegeln. Genau, jetzt ist alles gut. Mhm. Guck mal, schon gelernt. Also wenn sowas mal passiert ist, da können wir noch mal gucken. Also mach noch mal einmal runter. Ich zeichne das noch mal einmal. Wenn das passiert ist, dann, und es wird hinterher eh gedreht und noch mal weg, dann umgedreht, dann könnt ihr auch einfach hier in dieser Naht anfangen zu nähen, ohne zu verriegeln. Hört dann ein Stückchen früher auf, dreht etwas eher und näht dann natürlich mit eurem Zentimeter weiter. Oder bist du jemand, der die Naht immer anzeichnet, Rosemarie? Nee. Auch nicht? Nee. Gut. Es gibt ja Menschen, die verschieden nähen. Nee, anzeichnen mache ich nicht. Ich auch nicht. Dann dauert es ja ewig. Ja, das stimmt. Es dauert ja so schon immer alles ewig. So, schönes Teilchen hier gedreht. Und, ach, jetzt sag nicht, ich habe die gar nicht in schwarz. Falsch gedreht. Ich habe die beiden anderen Gewebeeinlagen in
schwarz, aber nicht mehr die ganz dünne. So, jetzt gibt's aber noch eine Frage. Oh, ich hab's geahnt. Ja. Warum ohne zu verriegeln dort nochmals anfangen zu nähen? Wenn die Rosemarie damit rum ist, dann zeige ich das. Dann sage ich das. Also wir müssen die weiße Einlage nehmen. So, jetzt habe ich Hauptsache, ich bin einmal hier hinter verschwunden. Karussell. Ist die Hitze. Ich muss mal 609 in Dunkel ordern. Die Ecke ist nicht schön geworden, die müssen wir nacharbeiten. Ja. Okay, wir brauchen einmal den Beleg noch. Wenn wir jetzt wüssten, wo. Tada, hab ich. Jetzt hast du nicht verriegelt. Doch. Nee, du hast nur abgeschnitten. Sichte. Also muss ich ja einmal erst an die Maschine gewöhnen. Das kriegen wir jetzt schon beide hin. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal einmal deine Sache an. Ja. Warte. Hast du doch verriegelt? Mhm. So leise und so schnell habe ich nicht gesehen. Nicht gehört. Tatsächlich. Beweis. Beweis erbracht. Also, warum? Der war nicht gut. Das macht ja nichts. Kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Also, so, die Scheren sind immer weg. Es ist zum wahnsinnig werden. Wenn man in einer Naht nochmal ansetzt. Also, sie hat hier ein kleines bisschen zu weit genäht, liebe Rosemarie, an der Stelle. Und sie musste etwas weiter hier rum. Und die Ecke ist natürlich jetzt auch nicht schön, weil du da nicht genug gedreht hast. Du musst nach jedem Stich praktisch ein bisschen drehen. Aber wenn man jetzt nochmal anfängt, weil die Naht misslungen ist und man ist in die Nahtzugabe reingegangen und es wird hinterher hier alles eh verschnitten, das kommt hinterher weg, dann brauchen wir da nicht nochmal verriegeln an dem Punkt, weil dann haben wir da noch eine dickere Nahtstelle. Deswegen kann man einfach anfangen, in der Naht zu nähen, dann hat man doppelt genäht. Das heißt, es ist auf jeden Fall hier gesichert, das Ganze, auf ein paar Zentimetern. Wenn ihr in einer Naht anfangt, dann braucht ihr nicht die ganze Zeit hier nochmal dick zu verriegeln. Das muss einfach nicht sein, sondern immer so 2-3 cm im Nahtverlauf anfangen und dann hier weiter rumnähen. Das kann jetzt so nicht ganz bleiben, außer wir haben jetzt hier den Zentimeter und würden hier rumgehen. Soll ich das einmal vornähen? Mhm. Dann müsstest du einmal dahin gehen und ich würde das dann vornähen, wenn du nichts dagegen hast. Nein. Dann kannst du einmal wenn du einen halben Schritt zurücktrittst, vielleicht auch die Maske einmal etwas abnehmen. Das ist nämlich total anstrengend. Also ich schwitze ja jetzt schon seit geraumen Wochen unter meiner Maske, aber wenn man jetzt hier zu Gast ist, muss ich nur einen dicken Applaus nochmal loswerden für meine Gäste, die das hier so tapfer durchhalten, denn das ist gar nicht so selbstverständlich. Also ich fange jetzt hier an der Stelle einfach an zu nähen. Ich nehme die automatische Verriegelung raus und ich habe hier nochmal eine kleine Schere. Und die Rosemarie hat jetzt so einen kleinen lustigen Bogen reingenäht, der nicht ganz so stimmt. Also ich nähe jetzt hier einfach ohne weiter zu verriegeln. Und jetzt sehe ich schon, dass ich hier aus meinem Zentimeterbereich rauskomme. Also kann man jetzt im Prinzip, und jetzt ist so ein Kniehebel hier von Vorteil, das schon mal gleich ein bisschen anheben und schon mal leicht in die Rundung gehen. Jetzt kann ich wieder zwei Stiche machen oder auch nur einen Stich. Je nachdem, wie meine Rundung aufgebaut ist. Und jetzt hat die 320 nicht dieses System, das automatisch, wenn ich aufgehört habe zu nähen, der Fuß hochgeht, sondern die DX5 hat das. Du hast die DX7, hast du gesagt? Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt praktisch bei dem anderen Modell aufhören würdet, wird das Füßchen automatisch hochstehen. Das heißt, ihr könnt einfach nur drehen, ohne dass ihr den Kniehebel betätigen müsst und könnt dann hier schön geschmeidig in dieser Rundung bleiben. Das muss ich jetzt hier mit meinem Kniehebel machen und für die ganz Pingeligen kann ich jetzt hier nach jedem Stich, jetzt habe ich zwei gemacht, über meine Rundung hier gehen und ich muss halt immer danach gucken, dass ich jetzt hier in dieser Linie immer auf meinen Zentimeter komme. Für diejenigen, die das nicht so gut können, da empfiehlt es sich natürlich, eine Schablone anzufertigen oder diese Rundung einzuzeichnen. So, ich höre jetzt einfach auf, drücke auf Abschneiden und habe jetzt hier meine Rundung genäht mit dem 1 cm, wobei der eine Stich hier von der Rosemarie etwas drüber ist. Aber da bin ich jetzt nicht so pingelig, ich würde den jetzt einfach da drin lassen.
Ich überlege, ob wir die Kante auch hätten sichern sollen da vorne. Ich bin jetzt gerade, während ich das genäht habe, ganz unsicher geworden. Aber ich denke mal, das machen wir nicht, weil wir ja hier hinter die Einlage geklebt haben. Deswegen hat sich das erledigt. Ach, hier sieht man das auf dem Schwarzen noch mal ein bisschen besser. Und zwar wäre das jetzt hier die Rundung. Und jetzt sieht man auch, dass da der Stich von der Rosemarie doch einen daneben ist. Und ich entscheide mich nämlich jetzt doch dafür, das zu trennen. Auf Schwarz sieht man das jetzt echt besser als auf dem Grün. Das Grün hätte mir das verziehen, aber ich habe es rumgedreht. Es tut mir jetzt leid. Also machen wir jetzt den Stich hier wieder lose. Ist ja jetzt nicht so schlimm, das ist ja jetzt kein Akt. Ja. Ihr habt gut reden da hinter der Wand. Okay, jetzt haben wir das Teil schon mal fertig. Du hast schon mal ein bisschen was genäht, das ist doch herrlich. Na. Super. Jetzt wird das Ganze verschnitten, das machen wir jetzt noch. Und wir müssen uns nur einigen, oder du musst mir sagen, wie du das Ganze dann hinterher überhaupt steppen möchtest. Einfach, grob, groß, mit was vom Abstand? Was? Nee, falsch. Was wollen die denn von uns? Einzeln absteppen? Einzeln? Ein, nein. Ja. Einfach. Okay. Einfach. Ja, einfach. Nur eine Linie. Und ich sage das Absteppen mit, man sehen, ich glaube, dass sie das, ich sage überhaupt nichts von dem Reiter. Abstand. Okay, dann müssen wir den festigen. Ist ja nicht schlimm. Du darfst jetzt hier erstmal verschneiden. Ich stehe jetzt gleich wieder auf. Und zwar würde ich jetzt hier die Kante zurückschneiden. Mhm. Bei solchen Rundungen, die hier vorne sind, an der Stelle, ist es blöd, wenn wir jetzt anfangen würden einzuknipsen. So ist doof und auch die Variante, die die Herrenverarbeitung macht, einen über den anderen, ist auch doof. Weil wir haben hier so eine enge Kurve, dass ich das auf keinen Fall machen würde. Ich würde hier jetzt rundherum auf 0,5, also die Hälfte deiner Nahtzugabe, verschneiden, damit wir hier eine schöne Kante gleichgelegt bekommen. Aber wenn wir es verschneiden auf 0,5, dann müssen wir mit Durchsteppen vielleicht noch etwas kürzer auf die Kante, oder nicht? Nö. Warum? Muss man dann nicht durch die Naht hin? Nein, müssen wir nicht. Du darfst verschneiden? Ja. Und dann können wir im Prinzip uns schon dem nächsten Thema wieder widmen oder bügeln oder was auch immer wir machen können. Ja. Aber ich nehme Schere mit, ich nehme die mit, weil wir wollten noch den Beleg hier bügeln. Und da wir jetzt einmal bei der Einlage bleiben, ich will jetzt keine andere ausprobieren, würde ich jetzt einmal gerne nur hier so die Länge ungefähr abmessen und schneide dann hier oben einmal großzügig ein Stück ab. Das ist jetzt auch die 609, aber nicht in Schwarz. Ich weiß, das ist nicht schön. Ich habe sie nur in Weiß. Ich bin aber dankbar, dass ich sie in Weiß überhaupt hier in dieser ausreichenden Menge habe. Und ich wollte jetzt nicht einen Versuch mit einer anderen Einlage machen, weil ich bleibe jetzt bei dieser leichten, flexiblen, damit wir die gleiche Optik haben wie bei den anderen Teilen. Frauke? Ob du das glaubst oder nicht? Echt? Du bist fertig? Ich würde nämlich gerne den Tisch da nutzen. Fertig geschnitten. Okay, das heißt, deine Sachen alle einmal irgendwie vielleicht auf den anderen Tisch und dann kannst du nämlich auch bügeln. Wir können aber noch was machen. Erstmal setze ich mich dann mal eine Sekunde. Du setzt dich erstmal hin, genau. Komm, wir beide bügeln mal eben schnell. Ich lege das mal eben. Wir haben hier Platzmangel gerade. Ja, ich bin. Ist nicht schlimm, alles gut. Brauchst nicht mitnehmen. Britta? Bitte! Bevor ihr da bügelt, könnten wir eigentlich eben das Anrufergewinnspiel machen? Bitte! Zu gewinnen gibt es das Rundum Dortex Glücklich-Paket mit dem Schablone. Hier gibt es noch eine Frage, ganz kurz. Ja, und. Wieso die Farbe der Einlage denn wichtig ist? Die Farbe der Einlage ist dann wichtig, wenn es durchschneidet. Und es gibt noch Kunstleder zu gewinnen. Dann kommt der Jan sofort. Also wenn ich natürlich einen dunklen Stoff habe, ist es natürlich empfehlenswert, auch eine dunkle Einlage zu nehmen. Die Sache ist, wenn man jetzt keine dunkle hat, dann nimmt man eben eine helle. Nur wenn der Stoff entsprechend dünn ist oder dünner ist und man hätte jetzt eine weiße Bluse und würde da jetzt eine schwarze Einlage drauf machen, ist das nicht schön. Umgekehrt ist es genauso wenig schön. Okay, jetzt der Jan. Okay, also Anrufergewinnspiel. Die Gewinnspielfrage lautet, was bedeutet das Trench in Trenchcode? Bitte anrufen, die Nummer wird gleich eingeblendet. Das weiß ich noch nicht mal.
wir drehen das Ganze rum. Ne? Ja. Drehst das rum am besten. Und jetzt müssen wir hier die Kante schön ausformen. Und ich habe ja sowas Wunderbares in meiner Schatzkiste hier. Hast du das auch? Ich glaube schon. Ehrlich? Guck, die steht jetzt hier wie so ein Oberlehrer hier. Hände im Rücken, leicht nach vorne gebeugt. Katastrophal. Hör mal jetzt auf zu streicheln. Das ist jetzt zu viel gestreichelt. Wir müssen uns jetzt überlegen, wo wir hinwollen. Wir wollen nämlich dahin, dass das hinten ist, richtig? Ja. So. Und jetzt müssen wir uns überlegen, dass das hinten jetzt nach oben kommt. Warum? Denn wir haben jetzt hier diese die Kante. Ja. Die kann man jetzt schön, nachdem man sie mit dem Kantenformer rausgeformt hat, schön zwischen Daumen und Zeigefinger noch so ein bisschen rausrollen. Denn ich möchte, dass wir hier vorne eine kleine nette Paspel haben oder Biese oder wie auch immer. So einen kleinen Abstand, dass es nach innen liegt. Ich möchte nicht, dass es sich am allerschlimmsten womöglich nach außen dreht. Und ich möchte auch auf keinen Fall, dass es unten glatt ist. Ja. Das möchte ich auch nicht. Denn dann ist trotzdem noch die Gefahr, dass das Ganze sich rausdreht, total groß. Also möchte ich das nicht. Deswegen, jetzt machen wir erstmal eine Bügelprobe. Das ist ein kleines Teil. Wenn das jetzt verhunzt, dann können wir mal noch nach. Ich sehe es schon. Das geht nicht. Doch, das geht. Ja. Es muss gehen. Also der Trench wird auf jeden Fall schnell einen Used-Look haben, nach dem ersten Waschen. Du siehst nämlich schon hier, ich gebe da jetzt, ich habe kaum gedrückt. Ich habe etwas Dampf gegeben. Es muss ja irgendwie runtergehen. Mhm. Ich möchte nur nicht drücken. Ja. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera so ein bisschen. Ne? Wie kriege ich das jetzt hin, dass das hier nicht durchscheint? Mhm. Und was, wenn man das mit einem Tuch drüber... Trotzdem glatt wird. Ja, das kann man, können wir. Alle Nähte mit Tuchbügeln in der Länge. Wir sehen uns bis Weihnachten. Also eigentlich kannst du jetzt jede zweite Woche hier vorbeikommen. Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich das so mache, dass ich dann nicht mehr gut das rausdrehen kann, um das dann so... Ich meine, das kann ich, ne? Dann das Tuch dazwischen legen, das festhalten und dann leicht drüber bügeln. Sieht nicht viel anders aus als hier. Nein. Also langsam bügeln, vorsichtig. Langsam, ohne Filter. Ich komme und dann hier einmal so versuchen, das so ein bisschen rumzudrehen. Das darfst du machen. Okay. Ah, so, wir sind eine Mischpoke. Ich darf das hier mal abnehmen gerade. Nö, ich lasse noch ein bisschen zappeln. Schön zu rollern. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla-Café. Mit wem rede ich am anderen Ende? Mit der Nina. Nina oder Janina? Nina. Nina! Schön, dass du durchgekommen bist. Von wo aus rufst du an? Von Tauberbischofsheim. Aus Tauberbischofsheim. Ja, auch schön. Das und habt ihr auch so eine schöne, wunderbare, schwüle Hitze? Oh, furchtbar, ja. Das freut mich, dass wenigstens nicht nur uns alleine hier im Ruhrgebiet so geht. Sorry für meine Schadenfreude. Meine Liebe, woher kommt das Trench in Trenchcoat? Das bedeutet Schützengraben. Ja, jetzt muss Jan was dazu sagen. Ja, das ist korrekt. Graben oder Schützengraben. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, auf den Schützengraben, aber mich freut das, dass du das wunderbare Dortex rund um Glücklich-Paket gefunden hast. Ja, ich freue mich auch. Ja, schön. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Zuschauen und falls du jemals einen Trenchcoat nähen möchtest, nimm dir Zeit. Ja, alles klar. Okay, viele Grüße nach Tauberbischofsheim. Danke. Tschüss. Tschüss. Huh. Hast du auch so ein Biotop so in der Gegend? Ja. Na gut, dann sind wir nicht alleine, wir beide. Scheinen nur aus einem Haus zu kommen. So. Das liegt nicht am Haus. Das sagt man so. Frauke, dafür, dass du heute mit dem Teil nach Hause gehen wolltest, sitzt du da relativ entspannt und erholst da dich. Da vorne ist ganz voll. Du hast hier so viel Platz. Nein, du darfst jetzt wiederkommen. Ich komme. Ich habe dir auch schon hier dein Bändchen hingelegt, mit dem du arbeitest. Darf ich auch sagen, was ich damit dann mache? Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das nehmen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich muss schon wieder rumsuchen. Du musst mit deinen Schnittteilen zu mir kommen, meine Liebe. Okay. Mache ich. Ich muss mal kurz das Glas wegtun.
Ich muss eben kurz gucken. Ich habe nie das Richtige weder bei mir noch in meiner Nähe. Das ist zum wahnsinnig werden. Aber so schnell aufgeben tun wir alle auch nicht. So, erheben wir uns. Nehmen wir das. Ich glaube, die Kapuze und so weiter erstmal nicht. Erstmal mit den großen Teilen. Vorderteil. Vorder- und Rückenteil, bitte. Okay. Mhm. Während die Rosemarie da jetzt weiter rumstreicht, überlegst du dir, mit was für einem Abstand du drum rumsteppen möchtest. Und ich würde dir empfehlen, eine Probesteppung zu machen. Wir haben hier nämlich die Kante einmal gehabt. Vorderteil und Rückenteil brauchen wir beide erstmal. Und ja. Seitenteil. Ja, ja, ja. Denn, ups, Entschuldigung. Wir haben ja jetzt hier einmal die Kante. Und du könntest jetzt, weil wir auch die Einlage hier benutzt haben. Mhm. Und jetzt würde ich einmal kurz hier ein bisschen das einfach mal umdrehen und einmal gucken, wie das mit deiner Kante aussieht. Erstmal kannst du die Stichlänge natürlich verlängern, indem wir da mal eine andere ausprobieren. Ich wäre so vielleicht für, was, wo bist du? 3,6, 3,4 oder 3,6. Wäre mir zu viel. Also ich würde 3,2, 3,4 ausprobieren. So, und jetzt würde ich einmal kurz absteppen das Ganze und würde einmal gucken, dann hast du auch so das Gefühl von deiner Einlage, sonst machen wir noch ein bisschen mehr. Mhm. Steppe ich jetzt füßchenbreit ab, um das hinterher irgendwie nett hinzukriegen, ja. Oder steppe ich auf einem Zentimeter ab? Ich würde auf keinen Fall 0,5 und ich würde auch auf keinen Fall knapp machen. Ich glaube, füßchenbreit. Das ist einfacher. Kannst du auch mit einem Zentimeter machen, weil du hast ja da deine Zentimeterangabe. Aber du musst natürlich auch wissen, was du dir selber zutraust. Ja. Ich würde zwei Abstände ausprobieren. Ja. Und dann auch nochmal mit den Längen spielen, ja. Wie sich das verhält. Ob du wirklich damit zufrieden bist, weil nur weil ich 3,2 sage, heißt das nicht, dass du nicht doch 3,6 nehmen kannst. Ja. Na, also das ist Geschmackssache. Frauke, so, schön, dass du da bist. Ja. Unter uns war jetzt. Yeah. So, fangen wir jetzt mal schnell an mit dem mit der Einlage, ne? Genau. Bevor wir loslegen, und es ist mir auch egal, ob das Walk oder ob das Canvas ist oder sonst irgendwie was, ich möchte bitte, dass ihr bei solchen Sachen mit einer Einlage auf jeden Fall eure Halslöcher und eure Armlöcher bestückt. Hier sehen wir nochmal schön, dass ich den Abnäher an der Stelle zugedreht habe, was ich am Anfang der Sendung schon mal einmal erklärt habe. Denn die Jerika die Frauke braucht bei der Jerika keinen Abnäher. Das heißt, den habe ich hier zugedreht. Hier ist ein bisschen mehr Weite dann ins Armloch gekommen, was ganz passend war, weil es etwas eng war vorne. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das dann hier wieder so ein bisschen bei operieren, weil wir müssen ja gucken, dass wir dann die Kurve hier geändert haben. Die haben wir auch gleichzeitig hier in dieser Flankennaht, hier in der Wiener Naht ist das eigentlich, geht hier oben rum, haben wir das nämlich auch, also es ist eine Wiener Naht, Entschuldigung, keine Flankennaht, auch ein bisschen abgeflacht und die Längen passen jetzt wieder wunderbar aufeinander. Okay, also. Wie wird die vorne verarbeitet? Mit einem Reißverschluss? Ja, Reißverschluss. Okay. Vorne kommt ein Reißverschluss rein, das heißt, hier vorne kommt eine Einlage rein, hier kommt eine Einlage rein, in das Vorderteil kommt auch in die Schulter, nur ins Vorderteil bitte eine Einlage rein und auch hier eine Einlage. Also überall kommt eine Einlage rein, bis auf die Seitennaht und unten. Okay. Und wir nehmen das flexible Nahtband in hell. So, und wenn ich jetzt das Band in dunkel nehmen würde, fände ich das blöd. Also ich würde lieber die helle Variante nehmen, damit dann möglichst wenig durchscheint. Auch gerne haben. Ja. So, das heißt, das kann ab und du darfst loslegen auf der richtigen Seite und links ist oben. Also vordere Kante, vorderes Halsloch, vordere Schulternaht und vorderes Armloch. Alles klar. Sag mal, wann sehen wir uns wieder? Warte noch mal ganz kurz. Mein Gedächtnis ist gerade sehr mehr so auf Langzeit eingerichtet. Ja, macht nichts. Frag mich. Vordere Kante, oben. Also eigentlich einmal rundum bis unten. Oder war nicht unten? Die Außenseite? Nein, die auch nicht. Okay. Die brauchen wir nicht. Nicht also die Wiener Naht. Alles klar. Die Wiener Naht muss ein bisschen beweglich sein. Und das machen wir erstmal. Alles klar. Nicht zu viel auf einmal. Ja, das stimmt. Das ist dann mit dem Gedächtnis wieder so. Das Gedächtnis. Okay. So, was ist jetzt mit uns beiden, meine Liebe?
Ich glaube auf 0,7. Wir gucken mal. Wir gucken mal eben, was wir hier so haben. Ansonsten könnte man natürlich auch noch sagen, dass wenn du noch ein etwas dickeres Garn haben möchtest, dass man dann auch noch natürlich ein dickes Garn benutzt. Also ein 80er Garn anstatt ein 120er Garn. Das würde natürlich auch gehen. Das bedeutet aber, dass du permanent das Garn wechseln musst. Ja. Das ist auch, also wie gesagt, es lohnt sich manchmal. Man muss nur wissen, was man möchte. Was sind deine Versuche hier? Das ist 0,7 mit 3,4. Das hier ist auf 1 cm. Ja. Mit 3,6. Mhm. Und das ist auf 0,7 mit 3,6. Okay. Du kannst auch beide nebeneinander absteppen. Du bist ewig dann da dran. Aber das ist, wie gesagt, man muss halt gucken, was man machen möchte. Was gefällt dir denn besser? Ich glaube die 0,7 mit 3,6. 0,7 mit 3,6, das ja. hier an der Kante. Ja, ja, gut. Mach, ist alles gut. Die Sache ist jetzt nur, wir können uns echt überlegen, ob man das noch mit einem Ziergarn macht. Ganz kurze Frage. Natürlich. Wie lange muss ich das... Ganz kurz nur aufdämpfen, ohne zu ziehen. Ganz locker. Soll ich einmal vormachen? Nee, ich glaube, das schaffe ich. Ganz locker um die Kurve legen. Nicht lange drauf, es klebt sofort. Okay. Das klebt echt super schnell, hat einen ganz niedrigen Schmelzpunkt. Aber mit den, hat man dann auch das Garn in derselben Farbe oder benutzt man dann eine andere Farbe? Das ist dir überlassen, du bist der Designer. Die andere Jacke, die ich so gemacht habe, die ist überall abgesteppt mit Kontrastgarn. Mit Kontrastgarn. Und zweimal. Das kannst du machen. Du kannst gerne zwei Reihen in Cremefarben machen, aber das muss dann sehr ordentlich sein. Dann sehen wir uns nicht nur 10-mal, sondern 20-mal. Nee, ich mache das auch nicht zweimal. Nicht zweimal nebeneinander. Das war ich stehe mal ganz kurz sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Okay, also es ist schon... Ich werde die Jacke nächste Woche mal mitnehmen. Ach so, die von die andere, die du hast. Die von die andere. Mhm, alles klar. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier noch schönes, dickes Garn habe. Das ist alles braun, eher so jeansmäßig und blau. Ich hätte jetzt kein dickes Garn in Oliv da. Da kann ich dir jetzt gerade leider nicht mit dienen. Das heißt, bevor wir jetzt dann an der Stelle weitermachen, solltest du noch mal einmal in dich gehen. Mhm. Der Mann macht ja den Haushalt. Das heißt, du hast Zeit zu überlegen, ob du eventuell dir noch ein Kontrastgarn anschaffen möchtest. Ja. Du müsstest dann immer, wenn du steppst, oben ändern, unten nicht. Ja. Aber ich glaube, die Überlegung ist jetzt echt wichtig. Ja. Das muss man auch einmal so für sich klar gemacht haben. Ich gucke mir noch mal eben einmal die gebügelte Kante an. Und da siehst du schon, dass das hier, na, das ist, das wenn man, das scheint durch. Also du musst beim Bügeln total vorsichtig sein. Na, also das ist jetzt auch ein Stoff, da muss man echt gucken. Ja. Aber dadurch, dass er sich sowieso so verändert und das ein Canvas ist, das ist jetzt nichts, was nicht sowieso auswaschen wird. Also solltest du jetzt ein paar Mal irgendwann gewaschen haben, werden sich auf jeden Fall auch die Kanten hier verändern. Da gehe ich mir fest von aus. Mhm. Okay, also ich würde sagen, weil wir das Teil auch hinterher einarbeiten müssen, das muss vorher gesteppt werden, bevor wir das jetzt an das Vorderteil anbringen, weil das kommt dann jetzt, greift alles ein bisschen ineinander. Brauchst du jetzt als erstes die Überlegung, was mache ich jetzt damit weiter? Ja. Okay, du hast ganz viele Hausaufgaben für deinen Trenchcoat aus der Knipmode. Ja? Anmerkung. Ja, eine Anmerkung, okay. Hallo Britta, wenn du einen Bügelschuh auf die Sohle deines Bügeleisens ziehst, kannst du bügeln, ohne dass sich etwas durchdrückt. Aber mit dem Bügelschuh wird sich mit Sicherheit auch bei diesem Stoff, glaube ich, trotzdem die rechte Seite ein kleines bisschen durchdrücken. Also das würde mich jetzt ganz Und hier wurde noch gefragt, was ist ein Bügelschuh? Bügelschuh ist so eine Teflonsohle, die man auf ein Bügeleisen drauf machen kann unten. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für mein Bügeleisen so unbedingt gibt, was das hält. Da habe ich noch nicht nachgeguckt, weil ich zu Hause selber auch keinen habe, denn ich bin immer ganz vorsichtig unterwegs. Und wenn nicht, dann muss es so sein, habe ich immer beschlossen. So, mal eine kleine Ecke weggemacht. Mhm. Nur so ein bisschen. Ansonsten können wir es auch noch weiter zurückschieben. Also, du bist jetzt in der Knipmode. Zeig noch mal einmal, welche Nummer das war. Das ist der Trenchcoat. So soll er hinterher mal aussehen, meine Lieben. Und das ist der Knipmode von... Genau. Von wann? Februar. Von Februar 2020. Ja. Und gut,
damit machen wir dann in der nächsten Woche erstmal weiter. Du kriegst noch ein bisschen Hausaufgabe, nämlich ich gebe dir die Einlage mit, draufdrücken, den Feinzuschnitt machen und wir besprechen dann gleich noch, ob du schon was zu Hause absteppst und noch ein paar von den Kleinteilen schon mal vorbereitest. Ja. Denn dieser Trenchcoat zeichnet sich dadurch aus, dass er ganz viele kleine Teile hat, die alle vorbereitet werden müssen, bevor man hinterher das ganze Teil ineinander setzt. Und das ist nämlich was, was total aufhält, aber was letztendlich ganz viele gerade Nähte sind. Und ich denke mal, da könnte schon so ein kleines bisschen vorarbeiten. Wir haben jetzt schon einen großen Batzen geschafft. Wir haben den Schnitt angepasst. Wir haben geguckt, ob er passt und wir haben alles zugeschnitten. Wir haben die Teile teilweise schon mit Einlage versehen. Den Rest werde ich dann gleich der Rosemarie noch mitgeben, dass sie zu Hause weitermachen kann, wie zum Beispiel das hintere Halsloch, dass da noch so ein kleines bisschen Einlage zum Sichern drankommt. Ja. Und dann sehen wir beide uns nämlich dann in der nächsten Woche wieder, wenn die Entscheidung des Absteppens in deinem Kopf gefallen ist. Ja. Klappt. Anstrengend, ne? Ja. Okay, gut, dann komm mal mit deinem ganzen Stoff mit und dann müssen wir uns auch noch überlegen, wobei, also mit dem Futter werden wir auch nächste Woche nicht starten können, ob du diesen wunderbaren Stoff nimmst oder ob du da einfach nur einen coolen anderen Mantel rausmachst. Was sollst du anders machen vielleicht? Also der ist sehr schwer. Es ist richtig schwer. Also du, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du Freude daran haben wirst, wenn du das schwere Ding zusammen anziehst. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir nehmen das nochmal mit nach vorne und halten das nochmal so ein bisschen fest, wie das fällt. Okay, liebe Frauke, wir kommen zu dir. Ja, das ist gut. Denn ich habe die wunderbare Yuki-Maschine und auch die Overlock umsonst umgefädelt. Ja, sag das nicht so. Genau, weil wir jetzt leider uns schon hier am Ende der ganzen Geschichte befinden. Weil ich mir ganz viel Mühe natürlich mit den Details auch gebe. Das auf ist jeden doch klar. Fall. Und bei der Gelegenheit ganz kurz den Ärmel auf. Den Ärmel, ja, das Ärmel. Hattest du das schon wieder vergessen? Ja, es ist so warm hier. So parallel zu dann noch. Ach so, du hörst parallel zu. Genau. Aber für alle, die nicht parallel zuhören möchten und müssen, ihr könnt natürlich auch unseren Stream selbstverständlich auf YouTube nochmal angucken. Und ich kann es leider nicht abnehmen, ich stehe mir noch zu nah bei dir. Und dann kann man das Ganze nämlich nochmal verfolgen. Und wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, könnt ihr diese wunderschönen Etiketten von Dortex eventuell abstauben, wenn ihr dann unsere Glücksfee euch holt ist. Okay. Und abonnieren ist auch nicht schlecht, denn dann verpasst ihr auch nichts, wenn nächste Woche dann wieder eine Sendung kommt, in der die Rosemarie wieder da ist. Ja. Ich freue mich schon. Ich werde abfragen, wie der Haushalt ist. Ich werde es tun, ob da alles wirklich top gewesen ist zu Hause. Die eine Woche und Rosemarie ihre ganzen Hausaufgaben machen konnte. Frauke, wir brauchen auch einen neuen Termin hier. Du und die Jerika von Brüller. Ja. Ja, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Der Stoff ist ein Traum. Ja. Also der Stoff ist wirklich ganz goldig. Gut. Okay. Zuschnitt ist bei dir, Schnittänderung. Und wir müssen noch mal in uns gehen, was du jetzt machst. Und dieser wunderschöne Stoff, darf ich dir das Ende einmal kurz an die Hand geben? Ich glaube, dass es auch zu schwer ist. Also ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, dass das noch zu dem Canvas da dran hängt, an mir, dann hast du keine Freude an dem Teil. Nee. Also, bis nächste Woche darfst du dir das Futter überlegen, was wir im Moment noch nicht brauchen. Glaube ich nicht. Doch, ein Stückchen brauchen wir fürs für die Tasche. Da könntest du den reinmachen. Aber weiß ich nicht so unbedingt. Und ansonsten würde ich sagen, da muss ich etwas anderes rausmachen. Komm, wir machen noch mal eben kurz. Es war ja hier gefragt worden, was das für ein Stoff ist. Da machen wir das mal eben. Und zeigen das noch mal einmal kurz rein. Falls es jemand findet, kann er ja in der Facebook-Gruppe, die wir haben, mal kurz Bescheid geben. So, meine Lieben, wir haben uns hier durchgeschwitzt. Ja. Sind ein Stückchen weitergekommen. Hashtag endlich fertig, sage ich da nur. Und ich freue mich, wenn wir uns am Dienstag wiedersehen zu Britta antwortet. Ich freue mich auf eure Fragen, die ihr mir entweder per Mail über unsere Webseite oder unter unserem Facebook-Account schicken könnt. Ich kann auch schon nicht mehr sprechen. Und, nächste Woche in alter Frische, wir beide. Oder in alter, ich weiß es gar nicht, wie man uns bezeichnen möchte. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Frisch geduscht, würde ich sagen. Ja, frisch geduscht. Das auf jeden Fall. Kein Unwetter. Und bis dann. Okay. Tschüss. Du brauchst Verstärkung für deine Nähprojekte? Egal ob Bänder für Kanten und elastische Oberstoffe,
Volumenvliese für den Kreativbereich oder Bügeleinlagen für deine Bekleidung. Mit den vielseitigen Einlagen von Flieseline erhalten deine Stoffe genau die richtige Form. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei One haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prim, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei One. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern, wie zum Beispiel Hamburger Liebe, neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.